Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Futures Handel zur US-Börseneröffnung mit Heiko Behrendt. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und ja, ich bin mal gespannt, was die Märkte gleich auch zur Markteröffnung gleich machen. Vorhin hatten wir schon Wirtschaftszahlen, da haben wir schon Bewegung drin gehabt. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie oder begrüße euch. Ich habe ja gesagt, dass wir beim Du bleiben, beim respektvollen Du. Wenn jemand das nicht möchte, dann gerne in den Chat reinschreiben. Aber das macht das Ganze dann auch hier in der Moderation einfacher und auch für die Referenten sowieso. Also mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen. Jetzt bin ich doch bei Sie von FX Labs. Ja, das ist Gewohnheit, wenn man schon über 1000 Webinare gemacht hat. Egal, Sie, Du bleiben. Alles gemischt. Ja, aber bevor wir starten, wie immer müssen wir kurz den Risikohinweis besprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Also, ob der Heiko heute vielleicht den einen oder anderen Trade macht, müsst ihr eure eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Und entsprechend dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, lieber Heiko, jetzt kriegst du den Bildschirm. Bin mal gespannt, welches Thema du heute mitgebracht hast und vor allen Dingen, was der Markt nachher macht. Genau, ich will mal das schnell laden, bevor hier mein Bildschirm aufgeht. So, Bildschirm dry. Genau, erstmal auch nochmal von meiner Seite schönen guten Tag. Freut mich, dass ihr trotz des Hot-Wetters, zumindest bei uns hier 29 Grad, es an den Desk hier geschafft hat und mir zuschaut oder über die Schultern schaut. Und ja, ihr seht das Thema schon. Thema heute ist, wie entstehen Gaps oder Kurslücken. Das Thema wurde sich gewünscht. Auch der Dirk hatte darüber referiert der Tage. So wurde es an mich herangetragen. Ich gucke nicht immer seinen Ausblick ab und zu schon, aber leider ist 23 Uhr eine Zeit. Da bin ich kurz vorm Bett gehen und selten. Ab und zu schaffe ich es mal. Vielleicht heute Abend schaffe ich es auch beim Dirk vorbeizugucken, weil ich kann morgen ausschlafen, da ich nicht mehr tagtäglich live streame. Und dann kann ich da auch mal vorbeigucken beim Dirk. Genau, und da war das Thema Gaps der letzten Tage und das wurde sich auch gewünscht. Oh, Andreas schreibt mir gerade, Twitch ist mit am Start. Sehr schön, da ist auch die Technik weitergegangen. Das ging jetzt auch eine Zeit lang nicht. Das freut mich natürlich. Dann werde ich mir hier auch mal noch den aufmachen, den Tab mit Twitch vom Andreas, damit ich die Fragen von dort auch im Blick habe. Also Grüße auch an die Streamer dort. Sehr Von schön. mir aus natürlich. Genau. So, dann, also wir gehen für die, die das noch, das, den Ablauf des Webinars nicht kennen, wir machen jetzt ein bisschen Ausbildungsanteil, weil ich finde, manchmal weiß man ja nicht, ob im Handel was stattfindet oder nicht. Und muss schon sagen, ich finde die Märkte aktuell relativ schwierig, weil bis da mal eine Struktur kommt, also gestern hat es auch fast bis 20 Uhr gedauert, bis dann eine Struktur kam, die ich zum Beispiel handelbar hätte gefunden. Und von daher ist eigentlich immer so mein Ansatz, damit keiner richtig doof rausgeht hier aus so einer Veranstaltung, bin ich eigentlich oder bin ich der Meinung, dass so ein bisschen Ausbildung nichts schaden kann. Und ja, mir war jetzt kein Thema eingefallen, wie gesagt, deswegen das Thema Gaps, was von außen an mich herangetragen wurde und das habe ich dann soweit vorbereitet. Geht dann so bis 15:30 Uhr, dann schauen wir uns die US-Eröffnung an und gucken mal, ob es da einen Trade gibt. Es wurde sich auch gewünscht, dass ich gerne meine Gedanken laut äußern soll, was ich denn jetzt getue oder was ich jetzt tun möchte als nächstes, damit da so ein bisschen auch man versteht, auf was ich gucke. Vor allem wurde sich gewünscht, also worauf achte ich, was will ich sehen und dass wir da halt so ein bisschen drauf eingehen. Ob es einen Trade gibt, ich weiß es nicht. Muss ehrlich auch sagen, ich habe jetzt ja wirklich relativ wenig gehandelt. Wir werden uns hier mit dem Future befassen, weil das Thema sonst noch nicht von FX Flat abgedeckt wird, von anderen Referenten. Deswegen decke ich das ganze Thema ab. Und jetzt hat jeder mal so einen kleinen Überblick, was hier diese Veranstaltung, ja, wie die sozusagen aufgebaut ist. Gut, dann gehen wir mal rein in den Ausbildungsanteil und ja, Thema Kurslücken Gaps.
Ganz klar, wir haben am Anfang erstmal den fortlaufenden Handel, der gestaltet sich aufgrund von Angebot und Nachfrage. Die Kurse gehen den ganzen Tag hoch und runter und dann irgendwann beginnen die Märkte an zu schließen. Und hier ist es halt so, dass es A schon mal unterschiedliche Laufzeiten gibt von Kassa, Future und hätte vielleicht hier noch ergänzen müssen, CFD jetzt. Das kommt ja jetzt gleich im Text mit vor. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mir. Ich habe die Chats jetzt hier soweit erstmal im Blick. Also sowohl den Chat von GoToWebinar als auch von Twitch. Dann schreibt mir das. Genau. Also wir haben unterschiedliche Laufzeiten von Kasse und dem Future und dem CFD. Oftmals ist aber auch Broker abhängig. Je nach Broker ist das unterschiedlich. Typischerweise die DAX-Kasse läuft von 9 Uhr bis 17:30 Uhr. Der DAX Future läuft von klassisch von 2:15 Uhr bis 22 Uhr, wobei man hier sagen muss, die Kernhandelszeit ist von 8 Uhr bis 22 Uhr. Das andere von 2:15 Uhr bis 8 Uhr ist die sogenannte Extended Time. Das hat man gemacht, weil man den Xetra DAX oder auch den Eurostoxx gerne für den asiatischen Markt zur Verfügung stellen wollte, damit die halt die Möglichkeit haben, auch dort zu handeln. Das Interessante vielleicht auch an der Stelle ist, dass der DAX Future nicht nach der europäischen Zeit gestellt wird, sondern nach der asiatischen Zeit. Vielleicht auch nach Singapur-Time. Die wechseln auch ab und zu mal die Zeit. Und da kann es mal eine Verschiebung geben, dass, glaube ich, auch der Future um 1:15 Uhr aufmacht. Aber da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wann das ist, aber für die meisten auch uninteressant, wo der Kurs jetzt, ob der nun um 2:15 Uhr aufmacht oder um 3 Uhr. Ich glaube, für viele, also für uns hier im Trading relativ uninteressant. Wenn ich Dann, mich nicht irre, dann ist das verbunden mit der Sommer- und Winterzeit, Heiko. ja, das schon, aber ach so, das dann aufgrund unserer Umstellung und weil die nicht umstellen, deswegen 1:15 Uhr, der. genau. Genau, ja, klar, macht Sinn. So rum ist es, ja. Also wenn wir umstellen, Sommer- und Winterzeit logischerweise, dann stellen, also dann verstellt sich das auch. Genau, so wollte ich es eigentlich ausdrücken. Hat der Nelson das ganz gut getroffen. Also das bleibt nicht bei 2:15 Uhr, weil wenn wir unsere Zeit umstellen und die halt nicht, dann gibt es da diese Veränderung in der Eröffnung. Genau. Perfekt. Ich gucke gerade der Sommerzeit, die haben wir jetzt ja schon, aber. Wann das nächste Event hier ist, drehe ich mal meinen Börsenkalender da fix hier um. Am 27. Oktober ist das Ende der Sommerzeit, ja, dass man nicht alles auf dem Kalender hat. Naja, gut, dann bei den Brokern ist es auch so, dass sie oft die CFDs taxen von 0 Uhr bis 23 Uhr. Da gibt es dann aber auch wieder Unterschiede, da kommt es wieder darauf an, wo, also das ist auch wieder unterschiedlich, wo steht auch wieder der Server von dem Broker, wie ist da wieder die Zeitverschiebung. Also man sieht hier schon, es gibt unterschiedliche Zeiten. Es gibt auch noch eine Börse, die LSX Exchange, also lang und schwarz, die handeln auch bis 23 Uhr und die fangen um, glaube ich, 7 Uhr an mit den Kursen. Gibt es auch noch. Ja, und allein aufgrund der unterschiedlichen Zeiten, also wenn man jetzt ganz klassisch nimmt, in USA ist es nicht ganz so kompliziert. Da gibt es nur als Beispiel Nasdaq Kasse oder jeder US-Index, S&P oder Dow. Die Kasse läuft von 15:30 Uhr bis 22 Uhr und der Future läuft von 0 Uhr bis 23 Uhr. Das war dort mal eine Zeit lang komplizierter, weil es mal bis 22:15 Uhr lief, dann war eine Pause bis 22:30 Uhr, dann ab 22:30 Uhr ging es bis 23 Uhr und von 23 Uhr war dann eine Pause eine Stunde. Das hat man jetzt so vereinfacht auf 0 bis 23 Uhr mittlerweile. Ja, weiß gar nicht, wie lange jetzt diese Änderung schon da ist, aber das ist der aktuelle Status quo. Und jetzt ist so, in der Nacht kann es ja trotzdem passieren, dass irgendwelche News rauskommen, dass sich über Nacht im europäischen Handel sich irgendwas tut, dass Märkte steigen, was dann wieder einen Einfluss auf die Eröffnung halt hat. Und zur Eröffnung hin hat die Börse eine gewisse Aufgabe und die Aufgabe der Börse ist es, die Suche nach dem höchstmöglichen Umsatz zum bestmöglichen Preis. Damit wird garantiert, dass man eine hohe Anzahl an Akteuren zufrieden ausführt. Ja, vor Eröffnung gibt es meistens eine sogenannte Auktion. Und bei dieser Auktion werden nach gewissen Regeln der Preis gebildet. So, und das trifft für jede Aktie zu, auch dann für jeden Index. Man kann da seine Futures reinstellen, Market Limit.
Früher konnte man das richtig gut sehen, wie die Akteure versucht haben, das rauszufinden, wo die Eröffnung ist. Ja, wenn man seine Limits da reingestellt hat, es gibt spezielle Order-Arten, die man zur Eröffnung machen kann, also Market to Open oder Market on Open, die man dort aufgeben kann. Also da ist es dann, da kann man dann bestimmen, welche Masse an Futures man gerne ausgeführt haben will, egal zu welchem Preis oder zu einem limitierten Preis. Und so findet dann in der Auktionsphase die Börse den bestmöglichen Preis und den höchstmöglichen Umsatz. Und aufgrund halt von neuen Informationen kann es halt sein, dass halt am Morgen vielleicht die Marktteilnehmer extrem bullish sind und deswegen der Preis halt über dem letzten Kurs eventuell entsteht oder halt darunter. Das sieht dann so aus. Also wir haben, je nachdem, welchen Chart wir uns anschauen, einen Schlusskurs in der Kasse im Future im CFD, den wir dann dort sehen. Und dann unter diesen Gegebenheiten wird dann am nächsten Tag, je nachdem, wann der Markt, den wir uns angucken, aufmachen, wird er halt nach diesen Kriterien dann eröffnet. Und es gibt dann halt einen, in dem Falle hier mal einen Kurs über dem aktuellen Kurs, weil halt vielleicht, keine Ahnung, wenn wir uns mal vorstellen, das wäre jetzt der Nasdaq. Ja, jetzt gab es ja vor Eröffnung Zahlen, die CPI News. Wenn die jetzt dazu führen, dass der Markt halt stark steigt, dann bekommen wir im Nasdaq in der Kasse einen Aufwärtsgap heute rein, was mit recht hoher Wahrscheinlichkeit so sein wird, weil wir ja, weil die News gut sind. Man hat außerbörslich gekauft und dann, wenn um 15:30 Uhr die Kasse aufmacht, dann wird der Markt relativ weit oben starten. So. Da ist es auch so, was im DAX jetzt eine Besonderheit ist. Wir gucken uns dann auch gleich das ein oder andere Beispiel an, was eine Besonderheit ist. Im DAX war es so, dass der erste Xetra-Kurs gestellt wurde, wenn alle Aktien erst einen Kurs hatten, weil der DAX 40 ja mittlerweile aus 40 Einzelwerten besteht und natürlich erst wenn alle 40 Einzelwerte einen Kurs haben, kann man ja also erst den echten DAX-Kurs feststellen. Und damit lag eigentlich der erste Kurs auch oftmals in der Nähe, wo der Future auch in der Uhrzeit um 9 Uhr stand. Und so sind dann halt auch diese Gaps da entstanden. Jetzt gibt es aber neu, seit April diesen Jahres ist es jetzt neu, dass es ausreicht, wenn wir einen einzigen Kurs haben von irgendeiner Aktie, dann wird entsprechend schon ein Kurs gestellt. Was dazu führt, dass es jetzt die Eröffnung ist immer im DAX oder im Xetra DAX immer eine, meistens wird dann halt irgendwie ein Kurs gestellt von irgendeiner Aktie, die jetzt kaum Gewicht hat. Ja, da findet dann Handel statt und dann von dort aus schießt dann meistens der Markt dann nach oben. Das heißt, wir sehen jetzt mittlerweile relativ lange Kerzen immer zur Eröffnung und nicht mehr wirklich Gaps. Da muss man jetzt ein bisschen umdecken. Ja. Genau. Wenn wir jetzt uns das mal anschauen, achso, hier kam gerade noch eine Frage rein. Guten Tag, wer kann an der Auktion teilnehmen und wo findet diese statt? Also an der Auktion kann eigentlich jeder teilnehmen. Also du kannst halt eine Limit-Order reinlegen für eine Aktie und wirst dann entweder ausgeführt oder nicht. Du kannst ja auch der ein oder andere Broker, wenn man jetzt direkt in C, also man kann das natürlich nicht im CFD machen. Ja, man muss dann halt einen echten Zugang zum Xetra-Börse haben. Aber da wird es dann wahrscheinlich je nach Broker, wenn es dann auch diese Order gibt, diesen Order-Typus, dass man egal wie, also Market zum ersten Kurs halt kaufen möchte oder dass das halt auch möglich ist. Ja, ich glaube, diese Order heißen, ich überlege gerade, ob die Mock ist, on close und on open. Aber die heißt nicht Mo. Die Orderart. Müsste ich jetzt gucken, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Genau. Ansonsten kann es durchaus sein, dass es halt nur institutionellen Marktteilnehmern vorbehalten ist halt. Ja, und was früher ganz interessant war, man konnte im Orderbuch dann so 5 Minuten vorher ging diese Auktion los und dann hat man im Orderbuch vom DAX Future zum Beispiel gesehen, wie dann der DAX versucht hat, das auszutarieren, wo denn die Öffnung ist, weil immer wenn ich, also solange der erste Kurs noch nicht gestellt wurde, konnte ich meine Order auch immer wegziehen.
Und man hat dann halt gesehen, wenn die, je nachdem, welche Größe an Futures reinkam, ist dann der Future entweder mal so 10, 20 Punkte nochmal angestiegen oder plötzlich wieder gefallen. Also hat man richtig gesehen, wie Institutionelle versucht haben, so gut wie möglich halt da in den Markt reinzukommen. Ja. Also man muss halt auch da verstehen, an der Stelle, die größten Umsätze finden halt zu den Auktionen statt. Das ist einmal für den DAX jetzt vor allem gesehen. Wir haben eine Eröffnungsauktion, wir haben um 13 Uhr eine Mittagsauktion, also im Xetra-Markt, oder sprich in den Einzelwerten. Und dann haben wir zum Schluss auch noch eine Auktion. In diesen drei Auktionen geht mehr um als den ganzen Tag im Markt. Also oder relativ viel, sagen wir es mal so. Weil ich da als institutioneller Trader auch die meisten Orders halt unterbringen kann. Heißen die wirklich die Market on Open Orders Mo? Ja, okay. Das heißt, hat sich so falsch angefühlt. Also das heißt, dass man dort, dass institutionelle Trader einfach dort ihren Preis bekommen und da halt einen großen Gegenpart finden. Das Problem halt oftmals ist, dass diese Stückzahlen, die man während des fortlaufenden Handels handeln möchte, gar nicht unterbekommt. Ja, und dann macht man das zur Auktion, wo sich dann halt die Leute finden. Also das müsste man sich dann nochmal da speziell damit auseinandersetzen mit dem Thema Auktionen im Markt. Theoretisch kann man das nachlesen, wenn man auf der Seite von von Xetra geht und sich das anschaut. Also das ist alles offiziell beschrieben, wie das auch abläuft, ja, und wer da auch Zugang hat. Also das ist wahrscheinlich irgend so ein 100-Seiten-Pamphlet, was man sich da reinziehen müsste. Früher war es sogar so, dass man zum Beispiel 13 Uhr, also da sind wir jetzt 20 Jahre mal zurückgeblickt, da war es so, da hat man um 13 Uhr auch kaum, also habe ich keine Trades gemacht um 13 Uhr, weil 13 Uhr auch manchmal zur Auktion plötzlich der Markt da mal so 20 Punkte im DAX gehüpft ist, bloß wegen der Auktion und dann in einer Sekunde wieder zurück. Ja, weil dann halt nur in der Auktion es kurz da so ein Spike gab und dann war wieder vorbei die Action, ja. Genau. Ja, beim Schlusskurs, bei der Schlussauktion hat sich jetzt auch einiges geändert. Also das ist völlig behämmert gemacht. Ich glaube, es ist jetzt so, die Auktion, also 17:30 Uhr ist der Kassa Close, dann gibt es eine Auktion bis 17:45 Uhr, wo die Orders dann abgewickelt werden und der offizielle Schlusskurs wird erst um 18 Uhr gestellt. Also völlig Banane. Genauso wird jetzt auch erst der offizielle Eröffnungskurs wird erst, glaube ich, um 11 Uhr rückwirkend für 9 Uhr bekannt gegeben. Also ich habe denen auch eine Mail hingeschrieben, natürlich kriege ich keine Antwort, aber ich dachte, ich muss mal, also warum macht man sowas? Naja, wie dem auch sei. Es sei denn, der Nelson hat dazu noch was zu sagen, irgendwie was aus dem, vielleicht bist du ja da noch ein bisschen näher dran an dem Thema. Ja, aber tatsächlich habe ich da jetzt auch nicht mehr Infos als du. Ja, okay. Genau, also wie gesagt, völlig behämmert, aber ist dann so. Was kann man jetzt nun mit den Gaps halt anfangen? Es ist halt immer schon, also nicht immer, aber es ist halt durchaus, gibt es eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass Gaps geschlossen werden. Sie müssen nicht am gleichen Tag geschlossen werden, sie können am gleichen Tag geschlossen werden, sie können auch erst später geschlossen werden. Zum Beispiel, wer meinen Guten Morgen DAX auf meinem YouTube-Kanal anschaut, der sieht oder hat gesehen, dass wir gestern einen Xetra DAX offen hatten bei 16.806, nee, Quatsch, 18.686. Das wurde geschlossen und da gab es gestern eine Reaktion auch im Markt. Ja. Gut, dann schauen wir uns das mal an, wie sowas aussieht. Hier seht ihr mal den Nasdaq Future als Beispiel. Die Bilder sind schon ein bisschen älter, aber nichtsdestotrotz zeigt das jetzt hier. Ja, dass es den Markt prinzipiell hier auch zwar erst weg, aber dann zum Gap halt hinzieht, zum Gap Close und auch hier. Ja, und hier gab es eine relativ gute Reaktion, wo es dann wieder runterging und der Markt ist hier erstmal nicht drüber gekommen. Also so kann man das sehen, wenn man da jetzt die Uhrzeit nimmt in dem Falle hier von 15:30 Uhr bis 23 Uhr. Ja, so. Also das wäre eine Möglichkeit, sich das so anzeigen zu lassen oder zu sehen, dass die Gaps eine gewisse Relevanz halt haben. Manchmal werden Gaps einfach überlaufen, so wenn man es auch will. Hier gab es jetzt keine Reaktion wieder nach unten, sondern hier ging es einfach noch ein Stück weiter, bevor es wieder runterging. Ja, dann ist es so,
dass, wenn wir uns das mal im DAX hier angucken, ja, im DAX angucken, dann sehen wir hier jetzt den Xetra-DAX mal von 9 Uhr bis 17:30 Uhr alt. So sah es bis jetzt aus. Ja, man hat dann hier die Eröffnung um 9 Uhr gesehen. Das war dann auch der erste Kurs. War dann auch genauso wie das jetzt im getaxt, dann wurde auch im Future. Ja, wir sehen jetzt hier, dass es in den ersten Minuten, ich mache mal den Text dazu an, ja, in den ersten Minuten erstmal nach oben gegangen ist und dann halt wieder zum Gap halt runter. Ja, also das ist jetzt Intraday vom Gap her und wir können uns hier nochmal jetzt das anschauen, wie es halt neu ausschaut. So sieht es jetzt aus. Da sieht man hier, ich habe es auch gleich nochmal etwas größer, ich zeige es euch gleich nochmal live in einem Chart. Hier sieht man jetzt so um 0 Uhr, Quatsch, um 0 Uhr, um 18 Uhr den Schlusskurs. Das ist dann der offizielle Schlusskurs. Und dann sieht man hier diese lange Aufwärtsbewegung. Ups. Ja, diese lange Aufwärtsbewegung, die es aber so gar nicht gibt. Die halt nur deswegen gibt, weil bereits mit dem ersten Kurs halt das entsteht und dann zieht es diese Kerze einfach in einer Sekunde oder so nach oben. Sie haben jetzt einen 5-Minuten-Chart. Da wäre es dann gut, wenn man sich das ausblendet für sich gedanklich und einfach sagt, okay, ich schaue jetzt da drauf, wo ist denn der Kurs vielleicht von der zweiten oder dritten Minute oder vielleicht der Schlusskurs von der 5-Minuten-Kerze, um dann zu sagen, das ist dann mein Gap. Oder man merkt sich einfach, was ist denn der erste Kurs in einem CFD um 9 Uhr und guckt dann, was da, also sofern der Anbieter ähnlich dem Xetra DAX halt taxt. Es gibt ja auch Anbieter, die haben einen abweichenden Kurs vom Xetra DAX. Also wenn man da den Abstand weiß, weiß ich, meistens sind es ein, zwei Punkte nur, dann hat man da aber trotzdem seinen Gap. Oder gedanklich, wenn man sich in seine CFD-Plattform ja sowieso einzeichnet, dann kann man sich auf offiziellen Seiten den Schlusskurs 17:30 Uhr raussuchen. Das mache ich eigentlich auch regelmäßig. Ja, und hier seht ihr jetzt den Schlusskurs, was ich meinte, vom 10. Mai. Ja, dann seht ihr hier den Schlusskurs. Da war es am 18.686. Ja, und hier seht ihr, dass der Markt dann auf diesen Schlusskurs draufgelaufen ist. Ja, und hat dann dort reagiert und ist von dort aus erstmal weggelaufen. Ja, so, das war gestern gewesen. Da gab es also eine relativ coole Reaktion an diesem Schlusskurs. Und deswegen zeichne ich mir das ein, weil der Markt halt dort immer wieder Akteure findet. Ihr müsst euch vorstellen, dahinter steht ja ein Tageschart. Und wenn ihr jetzt überlegt, ihr habt jetzt einen Tageschart mit so einer Kerze. Dann aus diesen Informationen, wir haben ja dort einen Eröffnungskurs, einen Hoch und einen Tief und einen Schlusskurs. Und viele Marktteilnehmer haben nur die Schlusskursbasis oder können halt auf Schlusskursbasis reagieren oder geben halt, weil sie entsprechende Orders aufgeben, zum Schlusskurs erst rein. Das heißt, das ist dann halt auch deren Referenzwert, der Schlusskurs. Und deswegen hat der Schlusskurs durchaus schon eine Bedeutung. Und manchmal, so wie jetzt gestern, läuft das halt sehr gut, dass der Markt dann an so einem Gap, nachdem man das geschlossen hat, dann Akteure findet, die dann auch da wieder Aktivitäten ja, tätigen. Genau. Heißt, klar, sieht es halt völlig behämmert gerade aus. Ja. Sieht gerade völlig behämmert aus. Und wir können hier nochmal kurz reingehen. Ich habe hier das nochmal offen. So. Ja, da sieht man jetzt hier mal im Minutenchart, wie das gerade aussieht. Ja, wir haben hier um 17:30 Uhr, das ist der Schlusskurs. Der war bei 18.723 und dann hier der offizielle Schlusskurs 18 Uhr bei 18.716. Das sind jetzt hier auch schon 13 Punkte Unterschied. Nee, Quatsch, nicht 13 Punkte, sondern 7 Punkte Unterschied. Ja, oder 8 Punkte. 7 bis 8 Punkte Unterschied. Und da will ich jetzt mal gucken, muss man sich vielleicht mal auch darauf einstellen, dass man überlegt, zeichnet man sich wirklich Punkt 17:30 Uhr die Linie ein oder nimmt man den offiziellen Kurs um 18 Uhr, der halt auch ausgewiesen ist. Da wird sicherlich auch mal Abweichungen geben, die auch 20 oder 30 Punkte vielleicht mal an manchen Tagen sein kann, je nachdem, wie viel in so einer Auktion halt los ist. Und dann muss man halt mal gucken, muss man über die Zeit herausfinden, welche der beiden Linien vielleicht öfters genauer reagiert. Also so würde ich es jetzt mal machen. Und schaue mir das dann halt dann so an.
Ich gucke gerade mal, ob man hier als Indikator das Volumen einblenden kann. Ich mal gucken, ob das hier geht. Volumen. Oder muss ich da Umsatz eingeben? Ich gehe hier mal hier. Ah, hier unten da. Ja, da sieht man hier unten zur Schluss. Oh, was ist denn das hier? Ist das die Schlussauktion jetzt? Ah ja, das sind jetzt hier zur Eröffnung die Umsätze. Na ja, gut, das wird, ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt. Das ist ja schon massiv. Wenn das hier 500 Millionen sind, 1 Milliarde Umsatz zur Eröffnung, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ob das nicht richtig ist. Ja. 1,2 Milliarden Umsatz. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ja. Ich meine, hier so die Zahlen, das kann man sich ja noch vorstellen. Ja. Aber hier sieht man, das ist die Auktion dann um 13 Uhr. Ja. Da gibt es auch öfters mal höheres Volumen. Ja. Das ist die Auktion um 13 Uhr, die es denn da gibt im Xetra-Markt. Gut, also das soweit mal zum Ausbildungsteil. Würde der Hexenwert, also der Verfallstag, wären das auch Auktionen. Zum Verfallstag ist es auch so, da gibt es um 13 Uhr ist ja der Verfall. Oder hat, nee, 13 Uhr, doch, 13 Uhr ist der Verfall, da ist es auch so, da gibt es auch eine Auktion, ja. In USA ist die Auktion wird der, also bei der Auktion geht es nur darum, diesen Preis festzustellen, also den Abrechnungspreis oder den Schlusspreis, zu dem dann alle Produkte halt abgewickelt werden, die halt im Geld sind oder die, welche Produkte denn verfallen. Ja, und aber das ist mittlerweile auch so stark ausgetüftelt, dass es da keine großen Bewegungen mehr gibt. Früher, wenn man sich da den Xetra-Chart angeschaut hat, ja, dann sah das dann manchmal so aus, dass dann zur Auktion plötzlich 200 Punkte Bewegung gab, die aber jetzt nicht real waren, aber die bei der Auktion da entstanden sind. Ganz kurze Spikes im Sekundenchart, was aber jetzt nichts mit der Realität zu tun hat und und trotzdem wurde dann wieder auf dem normalen Preis gehandelt. Aber es kann schon sein, dass zur Auktion dann auch im Future mit Hedges und so weiter, denn der Preis auch plötzlich mal schnippt. Aber in den letzten Jahren jetzt, mittlerweile muss man sagen, war eigentlich zur Auktion relativ wenig los oder zum Verfall direkt 13 Uhr. Da hat man seltenst, also ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, da, wenn ich da das letzte Mal eine 50 Punkte oder 100 Punkte Kerze gesehen habe, das ist schon elendig lang her. Ja. Was aber jetzt halt passieren kann, ist durchaus, und das glaube ich schon, was halt passieren kann, und das hat man den einen Tag gesehen, wo es da mal so ein 100-Punkte-Gap oder so gab, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn die Aktien da so ein bisschen langsam reinkommen, dass wenn wir jetzt mal von einem Aufwärts-Gap ausgehen, würde Folgendes passieren, dass die Kasse hier erst anfängt zu kaufen. Im Future fängt man an zu verkaufen, sodass der Future vielleicht jetzt über Arbitrage-Möglichkeiten, die sich da in den ersten ein, zwei Minuten ergeben, dass es da vielleicht auch dazu kommen kann, dass plötzlich der Markt mal schnell wird im Future, sprich, was wir dann auch im CFD dann sehen, ja, weil ja auch die CFD-Anbieter machen ja jetzt an dieser Auktion ja nicht mit. Ja, also das heißt, da sehen wir ja das gar nicht, diesen Spike jetzt, wenn man den Chart rund um die Uhr halt offen hat, da fällt das ja nicht auf, ja. Das fällt ja nur auf, da, wo jetzt die Uhrzeit um 17:30 Uhr zu ist und dann hier aufmacht. Also wie gesagt, ich würde mir jetzt neu für das Gap die Schlusskurslinie einziehen. Ja, und wer die Höhe dieses Gap halt sehen möchte, der macht sich zum Beispiel, würde ich dann machen, die erste Minute 9:01 Uhr. Den Kurs würde ich dann mir markieren, ja, wenn das die kleinste mögliche Zeiteinheit ist und dann wäre das hier mein Gap. Ja, also so würde ich das dann machen, dann wäre das hier das Gap und wenn der Markt da reinläuft, dann fängt er an, das Gap zu schließen. Ja. Ja. So, dann schauen wir uns mal an. Genau, jetzt haben wir 15:30 Uhr, also das wäre soweit mein Ausbildungsanteil für heute durch. Wir gucken jetzt mal rein, wie jetzt der Nasdaq, also die Kasse startet oder die US-Indizes starten. Ja, und das schauen wir uns mal an und gucken mal, ob wir da
Aber sehen. Falls da noch Fragen jetzt etwas später reinkommen zum Thema Gaps, dann könnt ihr das ja auch nochmal schreiben. Ich habe jetzt hier auch nochmal geguckt. Soweit jetzt bei Twitch ist auch nichts weiter passiert. Also von daher. Gut, ich habe heute einen Trade zu den, gestern habe ich einen Short Trade gemacht zu den PPI News, sorry. Da waren es 90 Punkte gewesen. Heute habe ich einen Long Trade gemacht, habe gleich geklickt, wollte es im Future klicken. Also eigentlich ist es kein Problem, aber in dem Fall war es etwas hinderlich und das ist eigentlich betrifft den Schutzmechanismus, den der Stereo Trader eingebaut hat. Und zwar den Wert habe ich mittlerweile geändert, aber das ist der Schutzmechanismus. Und zwar gibt es hier einen maximalen Spread, also dass man halt nicht in so einer Spread-Ausweitung handeln kann. Ja, als Beispiel, wenn der Spread zu hoch ist, dann kauft man ja viel, viel zu teuer halt ein. Und hier also im Mikro-Future ist es halt so gewesen, dass sich der Spread ausgeweitet hat. Und dann wurde mein erster Klick, den ich hatte, der erste Long-Klick, den ich hatte, wurde halt abgelehnt vom Stereo-Trader. Ich habe jetzt einfach mal pauschal 20 Punkte eingestellt. Wie gesagt, das ist ja nur im Millimikrosekundenbereich, aber ja, hat dazu geführt, dass ich nicht ausgeführt wurde. Und dann habe ich nochmal geklickt und da war der Markt dann schon hier oben gewesen. Es sind jetzt am Ende nur 5 Punkte hier gewesen. Ja, und wenn man es jetzt so will, das hat ja der Stereo Trader auch. Man kann sich ja hier auch die im Chart die hoch, tief oder hier, oh, hier geht es wieder nicht. Ja, weiß auch nicht, manchmal geht es nicht. Sich anzeigen lassen, wann der Markt geschlossen hat. Ja, oder man macht sich halt gedanklich eine Linie halt rein. Also wir sind auf alle Fälle mit einem Aufwärtsgap gestartet. Der Nasdaq als solches ist am oder auf neuem Allzeithoch. Je nachdem, was man jetzt betrachtet, da sind wir bei dem Thema, das hat man auch mal schon mal als Ausbildung gehabt. Langfristige Charts, sollte man die im Future analysieren oder im CFD? Ja, oder halt im Index. Ja, und im Future haben wir jetzt noch kein neues Allzeithoch und ich glaube im CFD, genau, im CFD sind wir knapp dran. Naja, da sind wir nicht mehr weit weg vor dem Allzeithoch hier im Nasdaq. Nehmen wir uns mal hier so eine Linie her. Ups. Na, komm her. Hä? Bin ich doof? So jetzt. 18.474, stellt sie mal auf passiv, dann kommt die Zahl rüber. Ja, da werde ich jetzt mal warten, wie der Index hier jetzt in Richtung des Allzeithochs hier läuft. Mal sehen, ob wir das jetzt hier noch erreichen können. Ja, mal sehen. Also Zahlen waren ja soweit in Line gewesen, die Zahlen. Und nur eine Zahl war etwas besser gewesen, hat mir der Nelson als Zahlenexperte berichtet, ja, dass eine Zahl etwas besser rauskam. Und ja, ich würde jetzt mal warten. Also was wir jetzt sehen, rein analytisch, ist ja, dass wir hier den starken Spike hatten, 14:30 Uhr, jetzt uns auf hohem Niveau seitwärts gelaufen sind. Ich mache mal hier das Framing mal aus. Und jetzt haben wir uns hier eine Seitwärtsrange ausgebildet. Und da will ich jetzt mal gucken, wie der jetzt mit den ersten 5 Minuten so da drin rumläuft in dieser Range, ob man jetzt da wirklich neues Tageshoch sehen können oder ob der Markt hier etwas nach unten Schwäche zeigt. Da will ich jetzt mal abwarten, ob ich da eine Struktur finde. Der gleitende Tor immer zeigt so ein bisschen so leicht aufwärts. Ja, und solange wir jetzt hier dieses Tief da verteidigen, diese letzten beiden, sieht es eigentlich ganz gut aus, dass wir auch weiter nach oben können. Ich brauche natürlich jetzt ein Regelwerk, ein Setup, um zu sagen, ich steige hier oben jetzt long ein, auf die letzten 20 Punkte oder halt nicht. Ja, das brauche ich natürlich. Genau. So. Hier können wir noch ein bisschen in den Future reingucken. Netto hier schon 5.000 Kontrakte mehr auf der Long-Seite getradet. Ist natürlich schon auch ein ziemlicher Move.
Ja, Stunde sehr deutlich nach oben. Darüber der 15-Minuten-Chart. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier mal den Tageschart mit reingemacht, damit man einfach sieht, wo wir stehen. Ja, wo jetzt die letzten Hoch sind im Future und auch das Allzeithoch im Future. Und wie gesagt, bei 18.474. Also wenn wir das sehen, die 18.474, also sind jetzt noch 40 Punkte hoch. Kann man es ja auch hier sagen, 40 Punkte von 25 plus 40 sind 65. Also ungefähr hier hätten wir dann das Allzeithoch erreicht im CFD oder in der Kasse. Gut. Dann ja, warte ich mal ab. Das Orderbuch an sich heute relativ dünn oder das ist in letzter Zeit wahnsinnig dünn. Wir sehen, ich halte es mal ganz kurz an, wir sehen fast nie mehr als 20 Kontrakte. Also ihr seht es hier auf jedem Tick, gerade mal unter 10 Kontrakte und trotzdem sieht man hier, wie viele, welche hohen Werte hier auch ausgeführt werden, 100 Kontrakte auf der Kaufseite oder Verkaufsseite. Und das liegt halt daran, dass der Markt halt aktuell so Mikroschwankungen hat und in den Mikroschwankungen halt wahnsinnig schnell da hin und her geht. Ja, und wir sehen zwar im Orderbuch immer nur 4, 5, 6, 7 Kontrakte und trotzdem werden aber hunderte Kontrakte halt umgesetzt und das auch in relativ kurzer Zeit, ja, sodass dann dass da die Algos da wirklich sehr, sehr sich sehr weiterentwickelt haben. Also 20 Kontrakte, so wie hier unten, das ist schon echt eine Ausnahme, 40 Mal. Ich meine, selbst 40 Kontrakte oder so sind jetzt auch noch nicht viel im Nasdaq, ja, aber das Orderbuch ist in jüngster Zeit relativ dünn, muss man sagen. Also das Level 2. Ja, und ja, obwohl der Markt jetzt hier runtergeht, aber keine Ahnung, um eine gewisse Marke pendelt der hier mal so 10 Sekunden oder so mal hin und her. Ja, und schon sind schwuppdiwupp dann 20, 30, 40 oder 100 Kontrakte getradet. Gut, jetzt kommen wir gerade runter in den Unterstützungsbereich. Mal gucken hier so Richtung 18.500, 18.492, ob da unten sich dann ein Long Trade hier ergibt. Ich werde mal so einen Blick so ein bisschen in die Einzelwerte mal schmeißen, was die so sagen. Also da ist die Tesla-Aktie stark nach unten, Amazon stark nach unten, Microsoft geht relativ gut nach oben, also über dem Tageshoch von gestern und weiter aufwärts. Apple unterm Tageshoch leicht abwärts, also ziemlich jeder Wert macht so ein bisschen was anderes. Also von daher könnte das hier das Thema für die Range eigentlich passend sein. Schauen wir mal, ob es hier. Long Trade gibt. Also erster Abpraller war hier schon jetzt. Also normalerweise ist jetzt so, gut, gestern war es ja so, gestern ist ja der Markt sehr stark gefallen, dann gestiegen. Und dann ging es aber auch relativ lange ziemlich heftig hin und her, relativ wild. Und hier ist es jetzt auch so, wir haben jetzt nur den starken Anstieg, Konsolidierung auf hohem Niveau. Also es wird mich nicht wundern, wenn der Markt halt auch hier erstmal relativ lange seitwärts konsolidiert auf hohem Niveau, bis er dann mal eine Richtung findet, damit einfach ja, Umsätze auf diesem Niveau dann getätigt werden, dass Shorts vielleicht nochmal sich günstig rausdrehen können, Longs reingehen können. Ja, und dann dreht man in so einer Range halt wahnsinnig viel Volumen, um dann die Position wieder gerade zu ziehen, vor allem wenn man eine schiefe Position hat. Ja. So, ich trinke mal kurz einen Schluck und bin mal kurz für eine Sekunde leise. Also nicht wundern, ich bin da, aber spreche gerade nicht.
Also prinzipiell achte ich jetzt auf diese Range. Vom Gedankengang her wäre so, Range sollte von unten nach oben gehandelt werden. Worauf ich aber auch achte, ist, dass wir hier eine Kerze haben. Das ist noch kein wirklicher Hinweis, aber das beziehe ich, weil das von mir auch mal gefragt wurde, auf was ich so alles achte, beziehe ich das hier schon mit ein. Also ich sehe, dass wenn der Markt hier nicht unter diese eine Minute ist, das zwar nur nicht darüber kommt, dann kann das auch immer mal bedeuten. Also das kann sehr schnell neutralisiert werden auch, aber das ist jetzt aktuell der Gedankengang zu schauen, ob der Markt wirklich diese Außenkerze hier brechen kann auf der Unterseite. So, ich mache mir dahinter mal liegend noch den 5-Minuten-Chart an. So, also die ersten 10 Minuten jetzt hier Ballerei innerhalb dieser Range, zweimal 40 Punkte abgehandelt. Ja, für mich jetzt noch kein Omi Einstieg. Also wie gesagt, der Einzige, der hier Sinn gemacht hätte, wäre der hier unten im limitiert. Aber selbst wenn ich hier oben bei 15.808 eingestiegen wäre, also hätte ich jetzt nicht gemacht, aus dem einfachen Grund wegen der zum Ende der 5-Minuten-Kerze entgehenden schwachen Kerze und der 1-Minuten-Kerze, die hier schwach ist. So. Die Frage, die ich mir halt prinzipiell stelle, ist, will man das Allzeithoch, egal jetzt in welchem Index, also sei es im CFD oder im Future halt sehen, ja oder nein? Und kriegt man da jetzt, also sollte man eher die Long-Seite traden oder sollte man hier gucken, ob man auch einen Short nehmen kann? Choppy, wie man so schön sagt, oder rangy. Ja, Range ist schon auch. Ja, also ich bin nicht so der wirklich glückliche Range-Trader. Oftmals sieht man dann, ach Mensch, die Range nochmal funktioniert, nochmal funktioniert. Ich brauche da irgendwie, wenn ich so die Range handle, muss ich vom Gefühl her schon der Meinung sein. Also ich habe das nicht jeden Tag, dass ich sage, auch heute trade ich das. Manche handeln das relativ kalt runter. Bei mir ist das halt so, die Range, wenn man so will, hält ja auch jetzt seit 14:30 Uhr hier oder kurz danach jetzt an. Und da bin ich dann schon eher der Typ, der dann irgendwann hergeht und sagt, okay, jetzt haben wir das noch zwei, dreimal von oben unten angehandelt. Und dann bin ich eher so der Typ, der dann so auch auf den Breakout setzt. Und klar, das muss auch nicht gut funktionieren, aber das wäre dann schon eher meins. Ist dann halt das Problem, wenn der Markt dann so wie auch gestern so, ja gut, gestern war es jetzt nicht so, oder am Montag, weiß ich gar nicht, wo es auch so, wo es eigentlich nur seitwärts ging und elendig verschachtelte Kerzen und ja, da ist es dann schon, da sieht man zwar in der Nachbetrachtung, okay, man hätte im Sinne der Range ganz gut traden können, aber in der Phase bin ich dann schon, dass ich am Tief denke, oh, jetzt mal unten durch, oh, jetzt mal oben raus und da macht das halt nicht, ja. So, jetzt gucken wir das Ganze auf der Long-Seite an, wie der Markt sich jetzt hier verhält. Sieht aktuell weiterhin trotzdem relativ range-lastig aus, zumindest jetzt von den Einzelwerten, die ich hier so im Blick habe. Kann man sich jetzt nicht so wirklich einigen. Heißt für uns, wenn jeder Wert so ein bisschen in die, kann man sich mal merken, vielleicht hilft das den einen oder anderen. Wenn die Einzelwerte jetzt nicht wirklich so richtig stark in die eine oder andere Richtung gehen oder sich die Bewegung aufhebt, weil keine Ahnung, Microsoft steigt, Apple fällt, dann hält sich der Markt schon relativ gut auch an diese Range-Kanten, weil es dann algomäßig dann relativ gut wahrscheinlich auch passt, dann genau diese Range dann zu handeln. Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Tief dieser Range hier erreichen können wieder. Ja, so einen richtigen Draht habe ich jetzt noch nicht zum Markt. Wie gesagt, die Range-Ideen wären bis jetzt am besten aufgegangen. Ja, also wie gesagt, die komplette Ausdehnung hier 32 Punkte. Wenn man da drinnen irgendwie 10 Punkte hat, dann ist es schon gut. So, jetzt haben wir es tief gleich erreicht nochmal. Jetzt mal gucken, wie wir hier von wegkommen.
Wir sehen hier unten mit dem VWAP zusammen, da könnte man vielleicht nochmal so einen Long Trade riskieren. Das ist hier diese kleine braune Linie in dem Bereich. So ein schneller Durchstich, der dann gekauft wird, ist eigentlich auch mal ganz gut, um wieder zurückzukommen in diese Range, in diese interne. Also der Fokus ist schon eher so leicht auf der Long-Seite. Also jetzt wegen Range Trade. Schade, hätte er ruhig noch ein bisschen runtergehen können. Mal gucken. Jetzt gucken wir mal, ob die Kerze hier in der Range schließt. Wehe, die wird zu lang, dann ist es wieder schon wieder doof. Jetzt haben wir ja schon wieder 26 Punkte Stopp. Zu 15 Punkte Maximum Ziel, wenn es nicht oben rausgeht. Ja, sehr schnell gelaufen, also innerhalb einer Minute einmal 20 Punkte runter und wieder hoch. Ja, da muss schon ein bisschen schneller sein. Schade. Also hier unten wäre ich wirklich drauf und dran gewesen, vor allem bei der Schnelligkeit, den Long zu picken. Jetzt hat er genau am EMA gedreht. Hilft uns jetzt erstmal nicht weiter. Also schnell runter aus einer Range raus, da oft ein gutes Zeichen. Also es muss, wenn es schnell rausgeht, und es wirklich ein echter Ausbruch werden soll, dann sieht es eigentlich so aus, dass der Markt halt runtergeht und dann gedanklich an so einer Stelle so ein bisschen seitwärts eiert und dann kommt der nächste Push. Aber wenn es sobald der Markt hier von so einem Stich wieder anzieht, ist es schon oft so, dass man es versucht, wieder hochzuziehen. So, jetzt natürlich schöner wäre es gewesen, für den Range halt jetzt wieder hoch an die Range zu laufen und nicht wieder die Kerze so abzuverkaufen. Ja, und so versuche ich mich da halt gedanklich reinzuknubbeln. Ja, also mit den entsprechenden Möglichkeiten, die mir da so offen liegen. So, hier unten legen wir mal ein Limit rein, mal gucken. Was habe ich denn da ein LPO drinne? Zwei Punkte. Legen wir es am Ende hin. Zu 16 Uhr kommt dann nur noch der NAHB Hausmarktindex. So, also wenn sie es gut machen, dann müsst ihr jetzt in der Range dieser nächsten 2 Minuten wirklich komplett das Ding umdrehen. Sonst bekommen wir hier zunehmend so auch im 5-Minuten-Chart, ihr seht das ja dahinter, so rote Kerzen, also braune abfallende Kerzen im 5-Minuten-Chart. Ich überlege, ob ich hier oben Market klicke. Ja, was denn, was denn? Habt ihr eine Idee, was wir machen? Gut, nochmal Test dieser Marke. Wie gesagt, gedanklich bin ich sozusagen long und gucke natürlich auch, wenn ich keinen Trade habe, ob dieser Long halt aufgehen würde. Ja? Also hier hoch so. Also der Market Long hier oben, der wäre richtig direkt mal nach unten gelaufen. Ja, also der Market Long, den ich hier gerade überlegt hatte, da, der wäre nicht aufgegangen, weil er es nicht geschafft hat, diese Kerze rauszunehmen. Also das ist jetzt so, okay, das hätte nicht funktioniert. So, und so versuche ich dann, wenn ich dann sehe, okay, davor hat es funktioniert. Ja. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier unten, wie er hier so durchwischt. So, das ist relativ fix. Jetzt kommt gleich die neue. Oh hier, das war eine große Order, eine große Limit-Sell-Order, mal 180 Kontrakte. Ja, das war jetzt schon ein bisschen was anderes, ne? Das war dieses Dip seitwärts.
Bisschen, also gar nicht aufwärts und der nächste Dip. Was sieht man denn hier auch im Orderbuch? Da gibt es denn hier so Levels, wo denn gar nichts gehandelt wurde, da rechts. Sieht ein bisschen anders aus. Aber ordentlich Size drin hier, volumenmäßig. Ja, das zerstört so ein bisschen mein Long-Bild jetzt gerade. Der Abpraller hier war nicht so, wie ich mir das dachte. Boah, jetzt ist wieder so, jetzt sind wir so weit gefallen, jetzt ist halt dann die Überlegung, okay, wie weit geht es jetzt runter? Geht es bis zum Start der Bewegung hier runter? Ja, da wären es bis 18.411. Und so versuche ich mich da reinzuknobeln in den Markt. Gut, also wenn wir jetzt hier per 5 Minuten nicht wieder reinkommen, ja, dann darf er jetzt erstmal dieser CPI News Candle halt abverkaufen. So, Amazon ist unterm Tagestief von gestern, Tesla ist unterm Tagestief von gestern schon, also sprich, die sind schon hier unten vom Vortag. Da unten, da bei 18.170, das sind die Einzelwerte schon. Also die sind schon richtig tief. Ne? Also die. Dagegen Apple und Microsoft und so am Tageshoch von gestern. Also die sind hier. Ja, So, jetzt ein bisschen so der Blick geht jetzt so ein bisschen auf die Short-Seite zu überlegen, wenn wir diese bärischen Kerzen, ich mache mir hier das kurzes Framing, also wir sind ja hier noch in dem bullischen Framing, aber jetzt hier, dass die Kerze, die letzten beiden hier, da gucke ich jetzt drauf, wenn da der Markt das da Schwierigkeiten hat, dass man dann doch vielleicht die Short-Seite aufnehmen muss. Und wenn da wieder das neutralisiert wird auf Long, dann merke ich, dass ich dann auf keiner Seite so weit von der Denkweise zu spät bin. Also das heißt, wenn es jetzt, ich denke jetzt so Short und jetzt geht er über die 18.475 wieder drüber und dann wieder bis hoch an die 18.525, dann müsste ich mich schon wieder umdrehen auf Long. Und wenn man dann merkt, dass man eigentlich immer einen Schritt zu spät ist und eigentlich nicht vorausdenkt, sondern wenn man was sieht, dann ist es eigentlich, wird das neutralisiert, dann habe ich halt ein Problem. So, und dann kann ich auch erstmal Pause machen, weil ich dann merke, ich komme nicht rein. Also, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit einen Long-Fokus gehabt. Ja, der nur einmal gut funktioniert hätte, das wäre von hier bis hier. Erst ja, so nach dem Motto, okay, Range nicht gehandelt und erkannt, dann hier überlegt, die Range zu handeln und beide Trades wären richtig schön ins Minus gelaufen. Also schön jetzt nicht für mich, ne? Aber wenn ich hier die beiden Longs genommen hätte nach einem 1-Minuten-Chart, bin ich ganz froh, dass ich sie nicht genommen habe. So, und auch da merkt man, mit dem Long wäre man eigentlich nur glücklich geworden, wenn man halt direkt hier diesen Bereich gehandelt hätte, also diesen EMA. So, und da ich das auch nicht gemacht habe, wären die Trades eigentlich direkt ins Minus gelaufen. Das ist halt das, was bei mir im Hintergrund jetzt dasteht, dass eigentlich jetzt meine Ideen, wenn ich sie geklickt hätte, direkt ins Minus gelaufen wären. Und deswegen muss ich jetzt überlegen, ob dieses Umdrehen auf die Short-Seite in Richtung Start dann sinnig ist. Ne? Es passiert ja auch immer wieder, dass denn die Märkte diese News hier abverkaufen, bis auf den Start erstmal. Ja, und da, das überlege ich gerade so. Das heißt, ich achte jetzt schlussendlich gerade, wenn wir so wollen, hier auf dieser, ja, auch gleichzeitig hier auf dieses Hoch dieser Kerze. Ne? Also auf diesem Bereich hier. Ja, ist ja genau der. Ja, wo ich jetzt sehe, da ja selber hier diese so. Ja, so, so. Bis jetzt bin ich noch nicht schlauer geworden. Gap Close nach Erholung, ja genau, das wäre ja eine Möglichkeit. Ne? Also gestern hier Schlusskurs hier oben, das wäre dann auch so relativ passend mit dem Start der Bewegung. Ja, das wäre schon eine Idee, also Richtung 18.411 Schlusskurs gestern. Hier war da oben, also relativ genau, da ist der Schlusskurs. Ja. Ja. Gut, schauen wir mal, ob er da zurück will.
Also spannend wird es auf alle Fälle für den Ausblick, wenn der Markt heute nicht mehr hochkommt. Der hat dann erstmal hier oben relativ viel Volumen gebildet und das ist natürlich dann auch, wenn da der Markt davon aus nach unten weggeht und das so knapp vorm Allzeithoch, ist aber auch keine Stärke. So, also wenn ich jetzt sage, unterhalb dieser 18.476 wäre jetzt der Short eher Favorit in Richtung Ausgang der Bewegung, brauche ich jetzt natürlich ein Setup, wo ich dann einsteigen kann. So, da gibt es dann eigentlich jetzt aktuell bei diesem Hin und Her hier nur die Möglichkeit zu sagen, okay, wir brechen diese Außenkerze hier nach oben nicht. Stop-Loss legt man hier drüber, falls der Markt doch noch bis da hoch geht, ja, um dann den Short irgendwie zu kriegen. Also entweder hier per Limit Sell hier oder hier einzusteigen und dann zu gucken, dass der Markt dann da runterläuft. Entweder aufs Tageshoch von gestern oder dann bis zum Ausgang der Bewegung. Und damit auch das Gap zu schließen, das wäre so die Idee. So, Problem, was ich so ein bisschen habe, ist dadurch, dass die zwei Top-Werte Microsoft am Tageshoch sind, also von gestern und die Apple, und ich mir jetzt nur vorstelle, was wäre, wenn jetzt Amazon und Tesla vom Tagestief aus einfach gekauft werden. So, das ist so mein Gedankengang. Also es müsste ja jetzt entweder für Short müssten ja jetzt diese beiden Top-Werte, die am Tageshoch von gestern notieren, kannst du ja hier mal zeigen da. Ja, also da haben wir hier diese Werte, ne, und die Tageshochs so und da sehen wir hier, Apple geht jetzt hier wieder nach oben, Microsoft ist bis zum Tageshoch drauf und hier sehen wir Amazon da, die sind ans Tagestief gelaufen und jetzt nur in der Vorstellung, was ist, wenn die, ich sage mal so, das Tagestief hier wieder zurückkommen. Ja? Hier haben wir die Tesla ans Tagestief von gestern gelaufen. Was ist, wenn die halt das Tagestief als solches kaufen? Dann wird es natürlich mit Short relativ schwer, wenn die anderen Werte über dem Tageshoch von gestern drüber sind. Das ist so einfach nur so ein kleiner Gedankengang, den ich da für mich halt aufgemacht habe gerade. Also prinzipiell das, was gerade der Günther gerade gefragt hat. Na? Ob es hier zum Gap Close kommt, ja, das, wie gesagt, also wäre eine Variante, die man auf alle Fälle hat. Also die man auf dem Schirm haben sollte. Die Frage ist, kriegt man jetzt ein Setup, um den Short da hinten zu traden oder nicht? Ne? So, wenn ich jetzt hier sehe, dass der Markt jetzt hier wieder anfängt zu steigen aus diesem Tief unter dem Bewop, das ist ja nervig. So, jetzt hätten wir hier das Overnight hoch mal eins angelaufen, oder? Nur hier so ein bisschen das da, aber das ist auch nicht wirklich. Ja, also wenn man dann anfängt, sich auch was aus den Fingern zu ziehen, um Hauptsache einen Trade zu machen, dann muss man auch immer fragen, ob das das halt ist. Also wie gesagt, meine Ideen wären nicht aufgegangen bis jetzt. Vor allem meine Long-Idee wäre hier in diesen 2 Minuten nach unten ausgestoppt worden. Die Short-Idee, ja, präsentiert sich jetzt auch noch nicht so toll. Wir kriegen jetzt hier vom Tief aus so stetig steigende Kurse im 1-Minuten-Chart. Na, nach 2 langen Kerzen ist für mich sehr oft so ein Zeichen, ganz ehrlich, sehr oft so ein Zeichen. Wir haben eine schnelle Abwärtsbewegung, dann seitwärts und dann fängt das an, so ein bisschen nach oben zu gehen. Das heißt, die Shortseite versucht hier immer drauf zu hauen, schafft es aber den Markt halt nicht wirklich tiefer zu bringen. Ja, und das Ende vom Lied wäre dann die Auflösung so nach oben. So. Das ist bei so steigenden Kerzen. Also klar ist natürlich, am besten wäre für mich, wenn der Markt einfach so eine lange Kerze noch dran bastelt. Aber die sehe ich jetzt gerade nicht. So, und ich sehe eher, dass dieses stetige Steigen hier ganz knapp bis an das Tief dieser letzten 1-Minuten-Kerze und schon zieht das Ding wieder hoch. Naja, gut, wir warten jetzt mal 16 Uhr ab, wie die Stundenkerze ausschaut. Vielleicht gibt es ja da noch einen Hinweis. Aber hier finde ich jetzt, habe ich keinen Grund. Klar, hier ist jetzt der Value Area Low hier unten gerade gewesen, aber das ist jetzt für mich auch ein schwacher Grund, da jetzt auf die Long-Seite wieder zu gehen. Ja. Also ich merke schon auf alle Fälle von meinen Gedankengängen, dass die Ideen, hups, sorry, wenn es gerade geknackt hat, dass die Ideen bis jetzt nicht wirklich aufgehen, die ich habe. Und das ist dann schon ein Indiz dafür, dass ich von dem, was ich denke, gerade nicht so passend ist. Ja. Ja, das habe ich so ein bisschen befürchtet, aber wie gesagt, habe da auch keinen
Keine Idee dafür. Vielleicht, wenn jetzt der Markt hier runterkommt, hätte man ein Short-Box-Setup. Das wäre noch eine Idee. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ab dem Stundenwechsel passiert das auch. So. Also müsste jetzt der Markt ziemlich zusammen in sich zusammenfallen. Wir zu 9 Stunden hier. Das Candle. Naja, also das hat sich jetzt so ein bisschen angedeutet. Das wäre wieder aggressive Variante, hier die Long-Seite zu nehmen. Ja, habe ich jetzt nicht genommen. Also hätte ich auch nicht genommen, weil es dann doch zu weit runter war. So, gut, mal gucken, wenn es klassisch wird, vielleicht hier aus Unterstützung wird Widerstand, dann dürfte es aber jetzt hier nicht weitergehen. Und wenn es weitergeht, dann geht es ans Tageshoch mit neuer Stunde. Naja, nervig. Ich merke schon, ich reg mich schon wieder innerlich auf. Mach es nicht. Was? Mach es Aber du nicht. merkst Ich es. krieg es nicht auf. Ja, aber du merkst es ja selber, ne? Man hat eine Idee, sucht eine zweite Welle Short-Einstieg und dann fängt der Markt hier peu à peu nach oben zu gehen. Man sieht dann so 3 Minuten der 1-Minuten-Kerzen, wo jede Kerze so ein bisschen höher geht. Das hier im Übrigen so eine Fuck You-Kerze nenne ich die, wenn ich das hier sagen darf. Dass der Markt unter so ein Tief drüber geht und dann sofort steigt. Und dann dieser kleinen, immer stetig steigenden Tiefs ist so ein kleiner Hinweis, dass da genau das passiert. Und das ist jetzt die Auflösung. Am Ende für mich, wenn ich es so interpretiere, war das die Short-Attacke. Zweite Welle bleibt aus und das sind wieder die Eindeckung der Shorts, die das genau das gleiche dann zumachen. So. Jetzt die Idee, und ich habe auch kein Setup dafür, einfach zu sagen, okay, aufgrund dessen, was ich sehe, könnte ich jetzt long reingehen, also ohne ein Regelwerk, wäre das schon eine Idee. So, jetzt habe ich das Problem, jetzt sind wir wieder drinnen in dieser Range, jetzt muss man wieder überlegen, bleibt jetzt in der Range und geht jetzt wieder long, bis da hoch, finde ich da ein Setup, ja, und dann das nach hier was zu finden, was vom Punktwert ein angemessener Stop ist, ist dann schon wieder schwierig. Und ja, und dann hier, wenn es wieder runter geht, ja, machen sich halt Preisbereiche auf. Nervig. So. Aber ich sag mal lieber nicht geklickt als zu viel geklickt. Ja, und ich meine, man bekommt auch einiges raus über Skalierung, aber ich will auch hier jetzt so für so ein Webinar nicht irgendwo. Ach, keine Ahnung, vielleicht hätte ich auch, weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt hier auch long gegangen wäre. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Gut, das wäre jetzt übertrieben, dass ich mich hier irgendwie mit Longs aufskaliert hätte und die wieder rausgehauen hätte. Weiß nicht, glaube ich. Na, nee. Also, das wäre für mich zu weit hergeholt. Das Problem ist jetzt auch heute so ein bisschen einfach dieser lange Außenstab, den wir hier gebildet haben, also von 1 Minuten oder 5 Minuten Chart bis hoch in die Stunde. Ja, und wir haben es nicht an den Ausgang der Bewegung zurückgeschafft, was vielleicht ganz gut wäre, aber wir haben es auch aktuell nicht im Trend wirklich höher geschafft. Und das ist halt so gerade das, wo dann beide Seiten wahrscheinlich fighten. Ja, ich kann es leider so jetzt, das ist hier vielleicht so, wo ich sage, da könnte ich jetzt einen Long eingehen. So, jetzt gucken wir mal hier, ob der Long aufgeht. Bitte an das Hoch da. So, jetzt wird es hier spannend werden, dieses Hoch dieser 5-Minuten-Kerze, die 18.510, ob wir die rausnehmen können. So, jetzt mal an das Hoch dieser Kerze. So, ich hau den. Geht das jetzt direkt durch oder war es das hier an dem Hoch? Komm, 30 Sekunden. Was will denn der da? Jetzt noch Algospielchen da oben genau an diesem Bereich. Ja, ich. So. Also ich will jetzt ja eigentlich nur gucken, dass ich nicht, also eigentlich soll mir der Kurs hier nicht abhauen. Also jetzt darf er hier. Gut, jetzt bin ich raus.
So, jetzt könnte man, was wir jetzt noch mal gucken können, ist, ob das der Stop, also wie gesagt, ich bin relativ weit oben hier rein. Jetzt können wir auch mal gucken, ob, wie gesagt, waren jetzt nur 15 Dollar. Jetzt können wir hier mal gucken, ob dieses Tief hier hält. Dieses Tief hier. Ja. Also was wir jetzt hier gesehen haben, war halt diese Aufwärtsbewegung in diese Range rein. Ich meine, das sind hier zwar jetzt nur 5 Punkte, aber das wäre eigentlich jetzt genau das gewesen, wo man dann überlegen muss, ja, wie manage das jetzt? Also mein eigentlicher Stop-Loss, ne, der eigentliche Stop-Loss liegt hier 24 Punkte drunter und ich meine, ich habe an das Hoch halt hier nur, ja gut, 20 Punkte hätte ich gehabt, also im Maximum. Vielleicht mit Breakout-Chance auch mehr, aber dann muss man halt gucken, ne? Und ich habe hier halt kaum Spielraum. So nah am So, das wird hier sogar, es könnte sogar ein Box-Setup werden, dann müsste ihr sogar hier unter der 18.504 Short gehen. Also wenn die jetzt verkauft werden. Aber Apple geht schön steil. So, jetzt sind wir hier genau bei dem Punkt. Ich hatte das ja erwähnt, wo wir uns über die Short-Variante unterhalten haben. Was ist, wenn die beiden Werte, Amazon und so, diese Tiefs verkaufen? So, jetzt, so sieht es hier aktuell gerade aus. Also Apple ist hier weiter ziemlich steil gegangen. Nach oben und hier sind wir jetzt bei Amazon hier links oben. Ja, sind wir da drüber. Mal nur als Beispiel, wenn die jetzt anfangen zu steigen und was ich auch die anderen Werte haben hier ihr Gap geschlossen, zum Beispiel oder fast Microsoft, ja, oder zumindest das Vortageshoch getestet. Ja, und wenn die jetzt auch noch mal weiter steigen, ja, dann wird es halt mit dem Short dann schon schwierig. Ne? Und mal als Beispiel, jetzt kommt hier die Tesla links, bin jetzt hier links. Im zweiten Chartfenster, wenn die gekauft werden auch noch, dann ja, dann wird es mit den Short echt schwierig, ne? Und dann ist das Thema mit diesem Gap Close erstmal hinten dran. So. Ups, habe ich jetzt gemacht. So. Naja, also wie gesagt, sehr, sehr späte Idee, paar Punkte hier geholt, aber ist jetzt nicht der Rede wert. Aber ich wäre jetzt auch hier, ja, ich hätte den Trade jetzt BE stellen müssen oder ich will ja auch nicht, dass das, wenn die Range halt nicht ganz gelaufen wird, ja, und die geht nochmal runter, ich will auch nicht irgendwie hier 20 Punkte oder mehr oder vielleicht 60 Punkte schon gar nicht riskieren. Naja. Bisschen ein Frusttrade, aber die Verkäufer hier, die kommen, man sieht jetzt immer wieder, es waren jetzt öfters mal dieser lange rote Balken. Ne? Ich kann ja hier diese Markttiefe, die ihr rechts seht, ne? Die habe ich ja jetzt hier auch im Stair Trader drin. Ja, ist der Nasdaq. Obwohl ich hier den Mikro habe, habe ich die Markttiefe vom Nasdaq drin. Ja. So, da relativ schnell gespiked hier, seht ihr, mit relativ wenig, also viel Volumen schon, aber hier Lücken auf der Verkäuferseite, also. Da ist der Markt richtig gesqueezed jetzt hier. Ja, hätten wir es durchgekriegt mit einem BE, wären wir durchgekommen. Hätten wir die 20 Punkte haben können. So sind es noch 5. Gut. Okay, sind wir jetzt oben wieder dran. Mal gucken, kann man ja ein bisschen hochziehen, den Bereich. Ja, schöner wäre es gewesen, Test zum Beispiel des Tageshochs oder hier unten des Tiefs. Das wäre bisschen besser gewesen, als hier so zwischendrin abzubrechen, aber prinzipiell ja, ist der Markt einfach nochmal hier kurz drunter gegangen und hat das dann hier geholt. Ab hier war die Idee da und ja, dann ging es zu schnell auch um denn hier, oder gibt es eigentlich kein nicht wirklich ein schönes Setup, um da reinzugehen. Jetzt muss man halt gucken, ob jetzt hier wieder Trading Range rankommt oder ob der Markt jetzt mit der 9 Stunde jetzt hier das Hoch der letzten Stunde auch brechen möchte. Um dann halt hier neue Tageshoch und dann vielleicht neues Allzeithoch zu machen. Das sind so die Ideen jetzt. Also ich würde es hier so hinzeichnen, den Widerstandsbereich. Da habe ich hier so ein paar Hochs eingepackt. Also welche Hochs habe ich hier eingepackt? Das Hoch habe ich eingepackt, das habe ich drinne, das habe ich drinne und das hier. So, und das denke ich mal, könnte ein ganz gutes Level sein. Ja. Also wer da von dort aus doch relativ wieder gut reagiert, also sehr schnell, mit 10 Punkte. Naja.
Also Range Trader, zumindest die hier auch so direkt an der Kante handeln, die sind aktuell, waren mehrfach jetzt im Vorteil gegenüber jetzt meiner einer, der auf irgendeine Bestätigung gewartet hätte. Ich out mich als Ranger. Ja, genau. Andreas Bernstein. Der klickt das einfach gnadenlos durch, aber das muss halt auch zum Style halt liegen. Ja. Dann ist das genau der Style. Aber die Nachteile sind natürlich, wenn der Markt halt stark nach oben durchgeht, oder stark fällt, da gibt es dann halt dann immer die Probleme. Ja. Und ich bin halt schon eher so ein Breakout-Trend-Trader. Das gefällt mir dann schon ein bisschen besser. Wer hat denn noch hier heute die Range gehandelt im Nasdaq? Oder ich weiß gar nicht, wie sieht denn der Dow aus? Habe ich gar nicht geguckt. Habe ich den überhaupt hier drauf? Ich glaube, ich habe den hier gar nicht. Ich habe den nicht mehr hier drauf. US Tech. Ich keinen Dow Chart hier. No, habe ich nicht. So, also jetzt Konsolidierung in der letzten Außenkerze hier im 1-Minuten-Chart. Mal gucken, ob es da den Breakout jetzt gibt. Das würde mich jetzt dann noch ein bisschen interessieren, der mögliche Breakout. Mal gucken. Also ich achte hier gerade auf diese Kerze. Diese da, die hat er gehalten. Okay, Gold, hier kam gerade ein Gold-Trade noch. Heiko, ich lausche dir gespannt, interessant deine Gedanken zu hören. Jupp, auch nicht schlecht. Bei Twitch kam weiter nichts, also wenn ihr bei Twitch da irgendwas Fragen habt, dann her damit. So, also nicht geschafft, direkt hier nach oben den Breakout. Auch wieder genau am Hoch erstmal stehen geblieben. Da hätte ich mich schon wieder gequält mit meinem Breakout-Trade. Bei Twitch, die Ausführungen haben mir sehr geholfen, ja. Also ich glaube schon, dass auch so diese Gedanken, die man hat, die mal laut auszusprechen, wenn man ja den ganzen Tag auch alleine vor der Kiste sitzt, das mal so zu hören, worauf ich halt so ein bisschen achte, Außenkerzen, auf die Struktur, wie der Markt gewisse Sachen, wie es da ausschaut. Ja. Problem ist halt, was ich halt festgestellt habe, weil ich mache ja auch ein paar Coachings nebenbei und vielleicht da an der Stelle jetzt kleiner Hinweis, also wenn ihr über mit meinem Namen bei FX Flat einen Account eröffnet, habt ihr auch die Möglichkeit, mit mir eine kostenfreie Coachingstunde zu buchen. Das wird regelmäßig in Anspruch genommen. Und da müsst ihr nur auf meine Seite gehen, scalp-trading.de, und dann ist es eigentlich nicht zu übersehen. Und ja, dann mich einfach anschreiben. Ihr bekommt dann eine Mail und eine Weiterleitung und dann bekomme ich den Hinweis. Ja, und dann müsst ihr euch nur aktiv bei mir melden und dann kann man da mal telefonieren. Und das Coole ist, letztens habe ich mit welchen Tele, also mit einem Pärchen auch telefoniert, die zusammen handeln. Wenn dann so ein Telefonat, was irgendwie über 45 Minuten geht, denn dazu führt, dass man plötzlich sagen, krass, das hat uns so weit geholfen, weil gewisse Sachen einfach klar sind. Ja. Und wenn man dann vielleicht auch sagt, okay, das, da brauche ich noch mehr Unterricht, mehr Nachhilfe, dann kann man das ja in Anspruch nehmen. Also, wie gesagt, ich denke mal,
Wenn man auf die Seite geht, scalp-trading.de, dann habt ihr hier oben das einfach draufklicken und dann das nutzen. Also wie gesagt, ich stehe da euch zur Verfügung. Ja. Gut, so, also Markt hält das hier so ein bisschen, mal gucken, ob dieser Breakout kommt. Also wie gesagt, jetzt bin ich schon, ja, schon so eher auf the Breakout. Aber das kann halt auch eine nervige Angelegenheit werden. Ne? Mal gucken, ob wir die Struktur so ein bisschen erkennen für den Breakout. Das wäre jetzt eigentlich wäre es jetzt ganz gut, wenn es die nächsten 3, 4, 5 Minuten jetzt, also wenn er es machen sollte, dann wäre es eigentlich ganz gut, jetzt die nächsten paar Minuten das zu machen. Hier nochmal kurz unter das Tief der 5-Minuten-Kerze gewischt. Also wie gesagt, falls das macht, ne, und ich achte jetzt mal so ein bisschen drauf, ob ich da was sehe. Für mich, wenn der Markt halt einfach runtergeht im Sinne der Range, dann hoffe ich nur, dass ich nicht long geklickt habe, bevor es runtergeht. Ja, ich weiß jetzt ja auch nicht, ob ich richtig liege. Natürlich möchte ich das immer gerne, vor allem auch, wenn ich es in einem Webinar halt mache. Ja. Naja, es entwickelt sich noch nicht ganz so, wie ich das vor meinem geistigen Auge gerne hätte, aber es kommt schon. Mal gucken. Also, wenn wir es dann gleich vielleicht sehen, also falls ich jetzt den Breakout doch verpasse, jetzt gerade, weil ich nicht geklickt habe, in dieser Minute. Also, ich muss schon so klicken, dass ich zumindest hier da oben die Chance habe, wenn der von jetzt aus zurückkommt, dass ich plus minus null rauskomme. Also, ich klicke hier nicht genau an der Kante. Ja, da sind die Algos viel zu aktiv an so einer Range-Kante. Ja, da klicke ich nicht. Seht ihr jetzt auch, können wir ja gucken auf der 24, könnt ihr hier rechts mal reingucken auf der 24. Da wird dann immer, wir können das ja mal hier neu starten. Ja, also die handeln das schon sehr, sehr genau, also auf den Tick genau. Und dann ist manchmal so, da ist da genau Schluss und dann geht es da auch keinen Ticken drüber. Erstmal, dann geht es nochmal runter und irgendwann kommt dann der Ausbruch, aber der passiert relativ schnell dann. So, und da achte ich dann darauf, wenn die Kerze nicht komplett verkauft wird und wieder gekauft wird. Also der Move sieht so aus. Am Ende kann es sein, dass die Minutenkerze so aussieht, aber zwischendrin sieht die Kerze so aus, dass die gekauft wurde. Dann wird sie abverkauft bis ganz knapp an das Tief ran und dann schiebt sie wieder nach oben. So, das wäre die Bewegung dahinter. So, jetzt kommt der Ausbruch. So, also durch die 24 durch da. Dann auch mit einem Gap. Ja, da ist er. Ja, ich hätte hier meine Fuck You-Kerze handeln müssen. Sorry für den Ausdruck, aber naja. Zu langsam. So, jetzt kommt der Markt runter und jetzt darf er diese Minute nicht verkaufen und dann könnte es was werden mit dem Ausbruch. Aber es war hier so ein bisschen, ja, hatte sogar die zeitliche Spanne hier, hat sogar jetzt gepasst. So, jetzt mal gucken, ob er den Breakout hier macht. So, Breakout. Also, wie gesagt, die Idee hinter dem Breakout allgemein ist, dass der Markt halt versucht, das Allzeithoch zu sehen. Ich meine, auf der anderen Seite relativ auch von der Limit-Sell-Seite trotzdem ziemlich stark gehalten. 127 Kontrakte auf der 30 und dann hier oben auch 80, 90. Ich meine, das sind jetzt alles keine Monsterzahlen. Nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. Aber schon mal ein bisschen passender. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt in echt, also ich muss ja in echt klicken, ich hätte hier nur auf der 20 klicken können. Da wäre eigentlich zu hoch. Er pendelt immer am Pivot Resist R1. Ah, okay. Das ist ja die Marke, das hab ich überhaupt gar nicht an. Mal gucken, ob es im Future auch so ist. Pivot, Previous Day. Aber manchmal, wie gesagt, da muss ich auch nochmal einen Doc fragen. Komischerweise im NQ gehen diese Sachen hier, auch die Symbollinien, aber im MNQ geht es nicht, also im Mikro. Weiß nicht, woran es liegt.
Aber bei mir wäre der Resist erst da oben. Ah ne, das ist ja Resist 2, der andere ist der gleiche. Ah ne, der ist bei mir hier unten. Ah, hier da. Da hat die blaue Linie. Es ist, also es geht. So. Boah. Also wie gesagt, die nutze ich eigentlich überhaupt gar nicht. Diese Marken. Ich Aber glaube, am Ende das ist ja. war die Antwort auf deine Frage, was der DAO so macht. Ach so. Ach so, der da. Ah, okay. Also ich glaube, wir haben ich glaube im Nasdaq, weil hier gerade die Frage kam von Thomas oder so, eventuell im Nasdaq wie im DAX kurz über die letzte Stunde und dann wieder runter. Bin ich nicht wirklich dafür. Also, aber das liegt halt nur aufgrund, weil ich so ein bisschen in die Kasse reingeguckt habe. Das Bild kann sich trotzdem im Sinne dieser Argumentation, dass der Markt über das Hoch drüber geht und wieder runter geht, auch auflösen. Keine Frage. Aber ich sehe halt nur, dass hier die Werte. Warum komme ich hier nicht weiter rüber? So, die Einzelwerte, also wie gesagt, die Apple-Aktie gibt hier ordentlich Gas. Ja, also die, klar, wenn die natürlich komplett abverkaufen, ihren Anstieg, dann, das ist hier schon ziemlich steil, was die Jungs hier hinlegen. Ja, Microsoft war halt gestern vom Tief zum Hoch auch relativ gut. Google, naja, nicht so. Also wie gesagt, ich habe nur einen Hintergedanken, klar, wenn die Werte anhalten, aber ich habe so ein bisschen einfach, dass falls hier die Amazon und so, Tesla und so weiter, falls die halt dann auch mal, ja, falls die hier auch mal so wieder steigen, also die Tiefs, klar, wenn die Tiefs verkaufen und dann Apple noch nach unten geht, dann spräche das für die Short-Variante schon. Ja, also das sehe ich schon auch. So, also wir sehen weiterhin, dass wir hier die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Minuten stetig steigende Kerzen haben ans Hoch hinein. Ja, mal gucken, ob der Ausbruch jetzt wirklich gelingt. Also bis jetzt ist er, ich hätte jetzt gesehen, dass der mal, also am liebsten wäre mal gewesen, dass wir hier direkt einen Durchlauf denn sehen, also Kontinuität durch das Hoch. Oder Anzug, jetzt mal gucken, wie die Kerze ist. Vielleicht muss ich die hier nehmen. Wenn die jetzt noch da oben schließt, dann wäre das vielleicht was für mein. Es müsste dann hier über die 33 gehen, da wo diese, da seht ihr hier diese Klumpung rechts. Das ist hier so ein bisschen da, ne? Also da, ups. Ja, genau, also da seht ihr es, aber die Zahlen, die dann dahinter stehen, da hat jemand schon ordentlich gegengehalten. Den muss man natürlich dann rauspressen. So, jetzt mal drüber. Schaffen wir es da drüber? Ich kaufe eigentlich am letztgefühlten Punkt, ey. Klar, wenn der Spike jetzt kommt durchs Hoch. Den mit bei weggenommen. Ja. Also auf der einen Seite positiv, dass hier oben so viele Verkäufer stehen, weil die Käufer dann halt ohne großes Slippage kaufen können. Ja, muss der Markt halt nur machen. Ja, gut, ich lasse es durchlaufen jetzt hier. Ich klicke jetzt hier wegen den 5 Punkten davor halt nicht. Und die Gefahr ist halt schon auch immer mal, dass der Markt halt das nicht rausnimmt. Also klar, wenn er jetzt hier durchspiked direkt, dann habe ich den Vorteil sicherlich, auch wenn ich hier oben noch kaufe, aber ja, ich kaufe halt sehr, sehr spät. Das ist zu später Einstieg für mich. Ich weiß halt, dass ich im Vorteil bin. Wenn der Markt so durchballert, bin ich im Vorteil. Ich weiß aber auch, und das war heute im DAX auch so, wo ich dachte, okay, der macht das Allzeithoch noch, ne? Dann geht man kurz vor dem Allzeithoch rein und dann dreht er halt 20 Punkte davor ab. Und da habe ich auch gesagt, ich gehe da oben halt nicht lang. So, und deswegen mache ich den Trade hier oben nicht, weil wenn der die paar Punkte da nicht holt und erstmal wieder runter düst, dann ich habe hier einfach für mich hier kein, wo soll ich denn da hin? Ja. So, also. Aber es ist zumindest so, dass es seit hier unten aus passt.
mit diesem Anstieg, ja, also gedanklich passt es jetzt, also gedanklich bin ich zumindest jetzt ein bisschen besser gerade drin. Ja, Setup gibt es jetzt nicht wirklich ein schönes. Also es wäre rein ein Trading aus der Marktstruktur heraus, wenn man so will. Naja, also ich mache jetzt da oben den Long nicht, der wäre mir zu hoch. Das wäre schon eher was für einen Andreas, da oben nochmal die Short-Seite zu nehmen, so also knapp vor dem Hoch. Oder man wartet dann ab, wenn er das Hoch rausnimmt, wie verhält er sich? Und man guckt dann, ob man da nochmal vielleicht dann den Short nochmal reinkriegt hier an so einer Stelle. Wer halt mit bisschen Trade und Management halt arbeitet, der kann natürlich ab hier die Short-Seite suchen, muss da halt gucken, wo man den Gesamtstopp halt hat. Wenn der Markt halt jetzt vor dem letzten Hoch hier stehen bleibt und wieder fällt und zumindest erstmal hier so, also reicht ja, wenn der nur jetzt hier runterfällt, nochmal so 20 Punkte, dann ist es ja schon auch ja, ausreichend. So. Naja. So, das letzte Tief der letzten 5 Minuten Kerz rausgenommen. Mal gucken, ob er das nochmal kauft. Das wäre dann nochmal im Sinne für den Long auf 5 Minuten Basis nochmal ganz okay. Will zumindest zeigen, dass die Shortseite hier schwächer ist. Ja gut, also ich sage mal von der Kommentierung her war es vielleicht okay. Am Anfang bin ich überhaupt nicht reingekommen, zumindest im Sinne der Range jetzt, das so zu argumentieren oder zumindest meine Long-Idee innerhalb der Range wäre schön in die Hose gegangen. Der Drehpunkt von hier unten aus halt ein bisschen doof gewesen, also irgendwo im Nirvana für mich zumindest jetzt kein Anhaltspunkt. Vielleicht, wenn man ein Fibo anlegt an diese lange Minutenkerze, vielleicht kommt man da auf irgendeine Fibo-Zahl oder so. Auch im Flow her war es jetzt nicht wirklich gut zu sehen. Also es war jetzt nicht, dass da irgendwie was Auffälliges war da unten. Ja, hier, wie gesagt, dieser Bereich, die erste 5-Minuten-Kerze, die nach oben ging, das hatte sich so ein bisschen angedeutet, aber da kann man auch nur reinklicken, so nach dem Motto, weil es so ist. Naja, und ja, dann halt hier an der Stelle die Überlegung. Laufen wir jetzt in dieser Range komplett wieder hoch oder nicht? Ja, hat uns mit Ja beantwortet. Ja, bin halt nicht wirklich so gut reingekommen, wie ich das gerne hätte. Und hier die Idee, das war soweit auch okay, rein von der Idee, ja, aber halt kein Trade. Also meine Empfehlung ist es halt wirklich, laut mit sich auch durchaus im Trading zu Hause eventuell zu reden, sich sozusagen ihm ja generell einen Gesprächspartner vorzustellen, so wie ich das jetzt so zu euch rede. Ich meine, ich sehe euch ja nicht, ja. Aber ich rede so zu mir auch und stelle mir halt dann die Frage, Heiko, was hat denn der Markt vor? So, und dann, wenn ich da das beantworten kann oder eine Idee habe, dann versuche ich die halt umzusetzen. Aber ja, nur zu klicken aufgrund dessen, auf diesem Hin- und Hergezucker, kann halt auch oft dazu führen, dass man vielleicht, kommt aber auch auf die Ergebnisse drauf an, dass man hier vielleicht auch zu sehr einfach nur rein emotional klickt. Ja, und wenn man merkt, dass man mit dem emotionalen Geklicke nur aufgrund des Hin- und Hers im Marktes sich dann halt vielleicht auch von seiner Idee ablenken lässt, die man vielleicht auch früh oder am Vormittag definiert hat für sich oder vor Börsenstart, dass man da dann merkt, okay, ja, das ist nicht gut, also so sollte ich nicht handeln. Wer aber merkt, dass er damit halt gute Ergebnisse hat, also einfach zu sagen, oh ja, da ist ein Bereich, den klicke ich mal und dann gucke ich mal. Und wenn das in der Mehrzahl der Fälle aufgeht, dann ist es genau der richtige Style. Also siehe Andreas Bernstein. Ja, also von daher passt das ja. Ich brauche da halt ein bisschen mehr gefühlte Sicherheit, auch wenn sie mir keiner geben kann. Und also auch der Markt am Ende jetzt nicht gibt. Ne? Also gefühlte Sicherheit ist auch nur, muss nicht zwingend besser sein. Gut, also ich glaube jetzt nicht, dass mich hier irgendwo nahe dem Hoch jetzt in einen Long Trade, den ich gerne machen wollen würde, ist es mir zu risikoreich. Da müsste der Markt irgendwie erstmal wieder runterkommen. Vielleicht hier in Richtung 18.500 im Future. Ansonsten, ja, hier oben lasse ich das einfach durchlaufen. Da werde ich mich wahrscheinlich nicht engagieren.
Und wenn wir ein neues Hoch gemacht haben, dann würde ich halt überlegen zu gucken, da oben die blaue Linie wäre ja ungefähr das Allzeithoch im CFD, ganz grob. Ja, und dann nach dem Allzeithoch müsste man dann gucken, geht es da weiter oder gibt es da Eindeckungen? Ja, so. Und, aber ich weiß, dass ich hier gleich das Büro verlasse und dann mich ab im Garten mache. So. Dann, also wenn ihr noch ein, zwei Fragen habt, dann her damit, wenn ihr die ich noch beantworten soll. Da gehe ich nochmal durch, weil der Günther hat auch noch gerade gefragt, beachtest du oder aktivierst du doppelt hoch, so wie jetzt im S&P 500? Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, dass ich auch den S&P 500 halt immer mal mit offen hatte. Ich selber muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nie einen wirklich guten Kontext gefunden, dass das für mich einen Mehrwert darstellt. Als Beispiel, man spekuliert auf das Doppelhoch im S&P 500 und plötzlich geht der Markt und setzt das halt im Nasdaq Future um oder im Nasdaq oder im Nasdaq oder im CFD, also im US Tech. Und dann rennt der Markt halt doch nach oben durch, weil klar ist, natürlich überschneiden sich die Werte, Tech-Werte, auch im S&P sind die ja mit vertreten und einige Schwergewichte sind auch im S&P halt Schwergewichte. Aber trotzdem sind halt auch andere Werte dort drin. Und wenn die halt eine Order halt haben oder keine Order haben oder hier im Nasdaq, was ich, die Apple-Aktie noch ein, zwei Dollar weiterläuft, dann wird es wird's der Nasdaq schwer haben, wirklich nach unten zu fallen. Also von daher, ich habe das lange nebenbei laufen gehabt. Ich hatte auch früher den Dow offen gehabt und den Nasdaq, aber die laufen mittlerweile teilweise ja so konträr, dass ich das nicht mehr offen habe. Und ja, ich weiß, man kann natürlich da auch auf Divergenzen gehen, sagen, Mensch, da war es ein Doppelhoch und da keins und deswegen gehe ich da jetzt short. Solange das in der Mehrzahl für einen selber funktioniert, sollte man es machen. Meine größten Fehltrades ever in meiner Geschichte, also oberhalb von 10.000 Euro und mehr, sind halt genau darauf entstanden, weil ich auf so eine Divergenz schlussendlich gesetzt habe, die halt nicht aufgegangen ist und sich dann noch exponentiert hat, also sprich, dass sie nicht aufgeht. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass am Ende ja, ich da relativ große Verluste mal mit dieser Methode erlitten habe. Ich habe damit auch gute Gewinne gemacht, keine Frage, aber schlussendlich geht es ja um die Verluste, ja, die man managen muss. Und wenn man halt dann darauf setzt, dass man dann sieht oder sich dann fragt, Mensch, der Dow oder der Nasdaq, die fallen doch und der DAX fällt aber nicht, ne? Und dann fallen die noch weiter und der DAX fällt nicht weiter und man geht immer weiter short und immer weiter short und plötzlich erholen sich dann noch die US-Märkte und plötzlich dreht der Markt, der DAX wie letztens nach oben durch. Ja, dann wird man halt richtig schön rasiert, ne? Weil am Ende das halt nicht funktioniert hat. Aber wie gesagt, da hilft am Ende Schluss oder ganz am Ende, ob man das nutzen sollte oder nicht, da hilft dann nur die eigene Auswertung weiter, ob man für sich in letzter Konsequenz dort in Summe öfters mehr richtig oder positiv liegt und sich daraus dann eine Scheibe abschneiden kann und damit gute Trades hat oder eher nicht. Ja, so und wenn das in Summe positiv ausfällt, dann sollte man es nutzen. Da ich jetzt diese Beobachtung, dass in den letzten Jahren nicht mehr wirklich machen konnte, habe ich es dann sein gelassen. Also ich habe jetzt keine anderen Werte mehr drauf, weil es mich gefühlt halt zu sehr ablenkt. Ja, und wir haben es ja der Tage auch schon mal gesehen. Ja, gab es ja auch immer wieder, dass der Nasdaq hier richtig steil nach oben läuft. Ja. So, und der Dow dagegen komplett nur nach unten läuft, ne? Und das sich wahnsinnig auseinander dividiert, das Ganze. Und man sich dann halt fragt, was ist da los? Ja. So, und wenn man da irgendwie sowas ansetzt, dann so eine Divergenzgeschichte kann es halt unter Umständen teuer werden. So, also ein neues Tageshoch jetzt hier dann doch gesehen. Also auch am Ende, also wie gesagt, rein von der Systematik her hat der Markt es jetzt nicht schlecht gemacht. Wie gesagt, ich habe nicht kein richtig gutes Setup jetzt gehabt oder hätte hier aggressiver handeln müssen, um das da reinzukommen. Ja, also hier habe ich jetzt zwei Sachen markiert mal. Und zwar
Dahinter liegt, seht ihr, den 5-Minuten-Chart. Hier haben wir das Tief im 5-Minuten-Chart rausgeholt und der Markt ist gestiegen. Und hier ist es auch nochmal passiert, hat etwas länger jetzt gedauert. Und jetzt mit der neuen 5-Minuten-Kerze hat jetzt der Markt hier die 10 Punkte nach oben gemacht oder 13 Punkte nach oben gemacht und das neue Hoch geschafft. Von daher so im Kontext ganz gut gewesen. Aus dem 5-Minuten-Chart heraus. Wir haben einen 1-Minuten-Chart, wo wären da die Entries? Wenn man sie alle gepickt hätte, wäre ein Entry hier gewesen. Ein Entry hier long. Dann vielleicht hätte man hier sogar noch einen Long genommen. Dann hier einen Long. Hier wäre ein möglicher Long. Und hier. So, das wären. So, und wären halt mal mehr, mal weniger gut halt ausgegangen, die Dinger. Gut. Aber zu diesen Long Trades gerade war halt auch das Risiko halt oft relativ hoch. Also klar, wenn es immer so klassisch durchläuft, wie jetzt auch gerade, dann passt das schon. Ja. Aber das weiß man nicht. Und hier im Webinar ist halt so, da gucke ich, schiele ich so ein bisschen mehr auf Risiko und das Risiko war halt deswegen halt immer über 20 Punkte Richtung und mehr und die will ich ja für mich privat auch nicht eingehen und deswegen habe ich jetzt auch die Trades nicht gemacht, aber prinzipiell hat der Markt das jetzt hier ganz gut gemacht im Stundenchart unten rechts hier sind wir jetzt am Hoch der letzten Stunde angekommen. 15 Minuten Chart ist auch in dem bullischen Framing geblieben. Ja, gut. Also, da darf was Allzeithoch gerne machen. Danach muss man dann mal weitersehen, was denn halt die Leute so wollen am Allzeithoch. SOP 500 auch neues Tageshoch gemacht. Ja, genau. Also, die müssen ja schon auch ein bisschen mitgehen. Ja, dann schreibt auch bei Twitch nochmal, ich bin auch begeistert von den Ausführungen, bin long im Nasdaq. Ich denke, es handelt sich aktuell nur um den Abbau der kurzfristigen Überkaufwerte. Ja. Also wenn das der Fall hier war, ja, dass man hier mit dieser Range den Markt halt auf neutral erstmal gezogen hat, also das Bild, das passt schon, das ist ja relativ oft schon so. Man hat einen starken Anstieg, dann eine Seitwärtsphase. Wie gesagt, macht man es mit einer fiesen Nummer. Hier war es so ein bisschen die fiese Nummer, dass man zumindest dieses Tief hier rausgeholt hat. Und ab da startet dann jetzt die Order. Das ist schon ein ganz typisches Spiel. Das Problem jetzt hier rein charttechnisch war, also auch im Orderflow gab es hier unten nichts Auffälliges. Es wäre halt schön gewesen zu sagen, als Event, wir schaffen es bis an das Tageshoch vom Vortag zu laufen und dann zu steigen. Ja, und hier aus der Konstellation, wie gesagt, ich habe halt hier keinen wirklichen, ja, am Ende hier oben bei dem prozyklischen oder hier oben diese Einstiege, die man hier oben eingeht, da muss man halt drauf setzen oder hier, wenn man die hier genau am Ausbruch reingeht, da muss man halt einfach drauf setzen, dass der Markt genau das macht, was man jetzt hier sieht. Wenn man das für sich so sagt, dass das passiert, ohne dass der irgendwelche Spirenzchen macht und nochmal runtergeht, so wie jetzt hier am Anfang, dann ist der Trade da oben immer gut. Ne? Ich habe mich am Ende jetzt nicht zu einem, ich habe ein paar Mal mit der Maus zwar auf diesen Button hier drauf gewesen, aber ich habe am Ende die Maus nicht durchgedrückt. Ja. So, das wäre jetzt hier im US Tech, wären wir jetzt hier am Allzeithoch dran, genau. Also zumindest jetzt an dem, was hier FX Flat darstellt. Ja. Dürfte aber eigentlich, also FX Flat ist ja schon sehr, sehr nah an der Kasse auch dran. Dürfte eigentlich passen. Ja, also da genau am Allzeithoch dran. Ja, gut gemacht. Also wie gesagt. Ja. Hätte ich mehr Ausdauer gebraucht. Naja. Finde ich halb so schlimm, aber ich hoffe, dass man mit den Gedanken, die ich da von mir gegeben habe, so ein bisschen was anfangen konnte in der Denkweise. Da ist mir auch mehr geholfen, als jetzt da nur für mich jetzt so ein Trade abzusetzen. Ja. So, ich will mal hier noch schnell gucken, kurz.
Ich gehe mal hier nochmal, gehe mal hier auf die Kasse, auf den Nasdaq. Gucken, aber wie gesagt, gehe eigentlich davon aus, dass das eigentlich passen sollte. Also in der offiziellen Kasse ist das hoch. Sehe ich das hier? Ja, da ist es bei 18.400. Ja, passt. 487. Muss man hier beim 74. Ich habe jetzt mir gerade mal den. Ah nee, halt, Quatsch, sorry. Hat er wieder gewechselt. So, jetzt haben wir es. Nee, passt. 64. Also in der offiziellen Kasse waren es 64, 10 Punkte tiefer war da der Kurs. Aber ist ja auch egal. Gut, jetzt sind wir da oben dran. Da wird sich jetzt zeigen müssen, ob man das weiter kauft. Wie gesagt, die Apple-Aktie zieht hier weiter ihre Wege und gibt da keine Ruhe. Das heißt, da läuft eine Order. Da müsste man ja mal gucken, ob das denn so Richtung 17 Uhr vielleicht so die Order durch ist. Ja. Und dann mal sehen, ob das, wie weit das dann weitergeht. Und spannend ist halt, wie die Akteure allgemein jetzt mit dem Allzeithoch hier umgehen. Ja. Ob wir da weiter starke Käufe sehen. Ob wir heute noch einen Schlusskurs wirklich auf einem neuen Allzeithoch sehen. Ja, das ist ja auch so. Wir haben zwar hier immer neue Allzeithochs gesehen, aber wenn man sich mal anguckt, wo die Schlusskurse immer lagen, hier viel, viel tiefer. Ja, das ist dann schon, da hat man schon gemerkt, da oben, da fiel es dem Markt schon relativ schwer, da weiter zu steigen. Und jetzt ist das hier das erste Mal hier dieser deutliche Anstieg und ja, mal gucken, was da mit dem Markt passiert. Ja, und klar kann man jetzt sagen, die Trend Trader werden sagen, the trend is your friend und neue Hochs und weiter geht's. Und auf der anderen Seite wird es aber wiederum auch welche geben, die denn der Meinung sind, da müsste man mal vielleicht mal dagegen halten. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, der Nelson hat es ja am Anfang gesagt, das dient ja alles nur zur Ausbildung und Schulungszwecken. Ja, wenn aber trotzdem einer was mit meiner Argumentation und vielleicht auch mit dem Trade anfangen konnte, freut mich. Wir haben uns am Ende doch relativ gut reingegroovt. Ich habe jetzt halt, wie gesagt, hier in dem Hin und Her keinen Trade abgefeuert. Und ja, von daher, ich bin zufrieden, auch wenn es trade-technisch jetzt vielleicht nicht ein gutes Ergebnis war mit den paar Punkten. Ja, da hätte ich anders, ja, wie sagt man so, agiler sein müssen oder sagen müssen, okay, egal, ich riskiere jetzt hier $200, ich gehe rein und klar, die Trades sind alle fast ohne Großes ins Minus zu laufen, werden sie halt angelaufen. Man hätte nur ein bisschen Zeit mitbringen müssen, das wäre das Einzige gewesen, aber ansonsten, ja, okay. Hat die Argumentation ab dem Tief hier aus, zumindest also sprich ab 16 Uhr dann hier, dann doch, sei jetzt mal so halbwegs gepasst. Genau. Gerade kommt hier auch schon positives Feedback und ich sage das so, weil ich jetzt so langsam hier nämlich die Schotten dicht mache. Ja, bis jetzt, also Gap Close kann man festhalten, hat der Nasdaq nur zur Hälfte gemacht. Dass da funktionierte, war es jetzt nicht der Fall. Kann ich hier nochmal zum Ende hin im 5-Minuten-Chart auch nochmal zeigen. Also, der ist zwar verzögert, der Chart hier, aber da sieht man es. Da hat man es heute nicht geschafft, in Richtung Schlusskurs von gestern zu kommen. Also, wie gesagt, deswegen, wir sind halt mitten so da irgendwie stecken geblieben. Wäre schon ein bisschen schöner gewesen oder zumindest aufs Tageshoch zu laufen, wäre halt schon nice gewesen. Ja, aber da wollte man nicht durch. So, und jetzt geht das halt, wie gesagt, jetzt zur Höhe. Ja. Also so wäre es halt vielleicht ein bisschen besser gewesen, ne, wenn der Markt dann das dann schließt, das Gap, so wie jetzt hier, ja, und dann davon aus sich dann wieder erholt oder jetzt hier den einen Tag auch,
War auch richtig gut gemacht. Ja. Ist das 13? Das ist ja vorgestern, ja. Ja, genau. I remember. Ja, also genau auf das Gap drauf. Das ist dann schon, wenn es dann so reagiert. Ja, und deswegen war ja auch die Überlegung, heute auch drehe ich jetzt mich hier um auf die Short-Seite oder muss die jetzt einnehmen, wenn halt dieses Gap Close hier kommt. Ja, deswegen, also da weiß gar nicht, wer das hier vorn gebracht hatte. Der Günther, genau, der gesagt hat, Gap Close und dann Erholung. Ja. Also das wäre halt, wie gesagt, es wäre halt schön gewesen, weil so ein Gap halt schon oft zieht, aber man muss dann auch dann oft davon leider dann auch umschwenken, wenn es dann nicht passiert. Und das war eigentlich das, was halt so ein bisschen tricky war, fand ich. Ja, aber sind wir halt dann doch reingekommen, weil die Struktur ja passend war mit den Außenkerzen entsprechend dann. Ja. Also bis hierhin war es wirklich unklar für mich. Also wie gesagt, da war ich echt short bis hierhin so. Das waren die allerersten Gedanken, wo man dann so leicht long, aber das muss, also wie gesagt, das ist ein ganz zartes Pflänzchen. Und hier war es dann so ein bisschen klarer, und hier dann mit diesem Anstieg dann noch ein bisschen klarer. Schöner wäre der Einstieg hier unten gewesen. Ja, wie gesagt. Aber gut. Und den habe ich verschnattert, definitiv. Das wäre vielleicht noch so ein Trade gewesen hier. Das wäre einer möglich, aber den Rest hätte ich nicht gehandelt. Also das kann ich so sagen. Das wäre nicht meins. Gut, also ich hoffe trotzdem ein schönes Webinar für euch gewesen und es hat euch auf alle Fälle Mehrwert gebracht. Das ist mir mehr wert als mein Mehrwert, den ich auf dem Konto habe. Und in dem Sinne wünsche ich euch erstmal einen guten und erfolgreichen Abend noch, wenn ihr noch weiter handelt oder genießt das Wetter, ist auch mal immer eine Idee. Wenn man jetzt so nach 2 Stunden fast, wenn einen vielleicht da auch der Kopf qualmt. Ansonsten, das Webinar ist ja aufgezeichnet seitens FX Flat. Nutzt die Möglichkeit, die ihr habt, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, vielleicht auch über eine Kontoeröffnung bei FX Flat nachzudenken. Ist ein Broker, der wirklich die ganze Bandbreite halt aufwarten kann von CFDs über Future Trading, wie ihr das ja jetzt hier auch heute gesehen habt, dass man hier im Future auch das Level 2 sieht und solche Sachen dann halt auch nutzen kann, die unter Umständen auch einen Mehrwert für einen bringen können. Ja, dann wäre ich soweit durch mit meinem Part heute. Wünsche euch noch weiterhin gute Trades. Wir sehen uns im nächsten Monat dann zum Zwölfter muss Verzinsentscheid. das sein. Was viel öfter. 12. glaube ich, ne? Nicht viel öfters, Zwölfter. aber auch gerne viel öfters. Wer will öfters? Darf ich eigentlich die Frage nicht stellen? Jetzt kommt schon vielleicht dreimal ja. Oder die anderen sagen, ah nee, der quatscht mich wieder so zu, das will ich nicht. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Meinst Nee, du? ich glaube, müsste der 12. sein. Ja, es Und ist dann. tatsächlich der 12.06. Fed-Zinsentscheid und Live-Trading FX Flat steht hier bei mir. So, dann machen wir einmal um 15 Uhr und dann um 20 Uhr nochmal. Nee, 20 Uhr darf Dirk. Ja, Dirk okay. oder Andreas, der macht ja dann auch immer Ich diese. wollte gerade sagen, Andreas macht das ja auch manchmal. Die Ja, ist können doch das gut. machen. Ja, ich bin da halt Ja. zu Hause und bei mir ist halt so eine, ich habe so eine strikte Trennung zwischen Büro und zu Hause. Ich habe früher auch noch zu Hause gehandelt und das ist nicht gut. Ja, du streamst dann wieder oder auf deinem Fernseher, ne, wie du letztes Mal Genau, gezeigt hast. ich liege dann auf meinem Fernseher, mache dann hier, streame das dann auf meinen großen, schönen Fernseher. Liege auf Couch bei Chips und Bier und guck mir an, was die machen. Und das ist ja das Schöne. Und das finde ich auch jedes Mal ja krass, dass man, ich denke mal, jeder, der vielleicht hier jetzt auch zugeschaut hat, der denkt sich, warum klickt er denn nicht? Warum macht er denn nicht? Oder vor allem, wenn man denkt, als Beispiel, ich wäre jetzt auch heute nur Short unterwegs gewesen, gedanklich, und hätte den Shift nicht hinbekommen auf Long, wo man sich dann sagt, Mensch, ist der bescheuert, sieht er nicht, dass der Markt nur nach oben geht, ne? Warum geht er halt nur dagegen? Also wenn man das so immer wieder als Zuschauer erlebt, versus, ich kenne es ja gerade eben, der erlebt als handelnde Person, wie man sowas adaptieren kann. Und ich finde auch, dass manchmal man auch, also kann man auch durchaus, wenn man jetzt merkt, dass derjenige, mal als Beispiel, wie gesagt, ich greife das jetzt nochmal raus, der Dirk hängt irgendwie hinten schief drinne, muss dann anfangen mit skalieren und dann wird es nervig und dann merkt man schon an der Argumentation, dass man eigentlich merkt, okay, der liegt eigentlich verkehrt, aber
ich kann das ja adaptieren und ich kann das ja für mich auch umdrehen, also als Beispiel, ja, und sagen, ich handle dann halt mal gegen den Moderator. Ja, also ich würde jetzt nicht bewusst immer gegen Dirk handeln, weil ich glaube, da verliert man eher, dass man gewinnt. Aber es gibt ja immer mal so Phasen, wo man dann auch merkt, wo es eigentlich manchmal durchaus, merkt man das schon an dem Moderator, dass der dann entnervt ist, weil man das nicht packen kann, den Markt, oder weil einem das völlig Banane ist. Und wenn man sowas hört, ja, das ist ja, kann man ja dann auch überlegen, wie man das vielleicht für sich nutzen kann, also zu seinem Vorteil. Ja, und wenn man halt gegen den Moderator handelt, ist ja jetzt auch nicht schlimm. Ja. Oder halt auch mit. Ja, also es geht aber darum jetzt, oder ging mir jetzt darum, zu adaptieren zu können, dass das als Zuschauer so einfach ist, wenn man das so adaptieren kann, was man hört und was der Markt macht, und kann sich da immer einen sehr gut, finde ich, oft ein sehr gutes Bild halt dort rausnehmen. Oder auch bei anderen Livestreams von irgendwelchen amerikanischen YouTubern oder so, ja, wo da irgendwie immer 3000 Leute online sind und wo man dann merkt, wie die denn da auch mit zu kämpfen haben. Ja, genau. Und als Zuschauer ist das immer ganz easy. Und ich finde, aber man kann es gut aufnehmen. Also ich denke mal, das kann man vielleicht auch in sein Trading durchaus einbinden. Aber weiß jetzt nicht, ob es zu weit gegriffen ist. Ja. Ja. Guck mal, hier unten ist noch eine große Order, die genau am, ja, so am alten Allzeithoch liegt. Der Limit Buy. Da will einer noch long. Im Rücksetzer. Da ist er. Wurde schon ordentlich gehandelt da. 300 Kontrakte. Naja. Gut. Ja, da hätten wir es soweit, wa? Also, mir hat Spaß gemacht, das Webinar. Ich hoffe, euch auch. Habe mich jetzt schon fünfmal verabschiedet. Jetzt gebe ich endlich das Wort an dich zurück, Nelson. Du hast das letzte Wort und genau, bis zum 12.06., wenn ihr mögt. Ansonsten bis dahin gute Trades, und wie gesagt, neu findet ihr mich ja auch dreimal die Woche auf YouTube in meinem Kanal, der so heißt, wie meine Seite heißt, nämlich scalptrading.de. Bis dahin, tschüss, tschüss. Auf jeden Fall einschalten, lohnt sich und vielen Dank für das Webinar, Heiko, hat Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Vielen Dank, Andreas, für Stream auf Twitch und ich wünsche natürlich noch viel Erfolg heute und diese Woche und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann nächstes Mal wieder dabei seid. Also, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.